Es ist der 7. Oktober 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht alleine im Sendegarten zum großen Glück, sondern es ist eine Mann- und Frauschaft dabei. Und ich begrüße ganz herzlich den Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und ich begrüße herzlich die Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und wie immer dabei der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Die Claudia lässt grüßen, die kann heute leider nicht dabei sein, aber im Geiste ist sie mit Sicherheit dabei, mit bei uns. Aber nicht im Geiste, sondern ganz real, ist unser Gast, diesmal aus der Schweiz, der Martin, Poughkeepsie genannt. Guten Abend, Martin. Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Da habe ich schon ein Markenzeichen von Martin gehört. Seit 1900, irgendwas um die 90 herum, 96, grüßt er jetzt nur noch mit guten Morgen. Das finde ich schön. Jeder Moment ist ein guter Morgen. Ist doch super. Oder ist das oder ein Grund, dass man so verschlafen rausschauen kann? Achso, ja, bist du gerade so aus dem Bett gekommen. Mhm. So, nach dem Motto. Genau. Ja, den Martin, der hat uns vor einiger Zeit mal geschrieben und hat gesagt, wir mit dem Sendegarten, ihr stellt immer so viele Podcasterinnen und Podcaster vor, aber die Schweizer Podcasterinnen und Podcaster, die kommen einfach immer viel zu kurz, viel zu wenig aus der Schweiz. Und wer so unvorsichtig ist, sich bei uns beschwert, der muss natürlich damit rechnen, dass er sofort eingeladen wird. Und dankenswerterweise hat der Martin das relativ kurzfristig auch möglich gemacht. Also ich habe, glaube ich, erst am Sonntag angefragt oder am Montag. Also ich war irgendwie ein bisschen spät dran. Aber du hast es für uns möglich gemacht, irgendwelche privaten Termine getauscht. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dann heute hier bei uns zu Gast bist. Es freut mich. Ich bin gespannt. Ja, dann kannst du uns ja dann mal über die Schweizer Podcast-Szene ausführlich berichten. Mal schauen, was wir da alles zusammenbekommen, ja. Und was ihr für Fragen dazu habt, ja. Ich habe gedacht, du zuckst jetzt zurück und sagst, um Gottes Willen, das kann ich nicht, sondern du nimmst die Herausforderung an. Challenge accepted, wie man so schön neudeutsch sagt. Na schön. Wie heißen die Dinger? Joker habe ich, wo ich sagen kann, keine Antwort. Unbegrenzt, unendlich viele. Gut. So viele wie Kastanien unter den Bäumen liegen. Also, kann ja nichts schief gehen. Nein, also es geht ja hier nicht darum, Leistung abzuliefern, sondern wir wollen einen netten Plausch halten und es geht in erster Linie auch mal um dich. Also die Idee ist ja immer so ein bisschen dich selber, also dich als Podcaster, dein Angebot vorzustellen, was du so eigentlich so treibst im Netz und wie du dazu gekommen bist und so weiter. Und wenn wir dann noch ein bisschen über die Schweizer Podcast-Szene reden, ganz nett. Aber das ist jetzt nicht, sagen wir mal, prüfungsrelevant. Nochmal Glück gehabt. Ja, nochmal Glück gehabt, genau. Aber das machen wir ja immer erst, wenn wir auf der Gartenbank sind. Und vorher schauen wir einmal kurz, was es zu Rückmeldungen zu den letzten Ausgaben gegeben hat. Auch jetzt müssen wir sagen, wir sind eine hinterher. Also unser Veröffentlichungsrhythmus ist so ein bisschen durcheinander, aber mein Gott, wir sind ja hier lässig im Garten unterwegs. Also die Kommentare, die wir jetzt hören, sind nicht zur letzten Ausgabe, sondern zur vorletzten Ausgabe, wenn ich das richtig sehe. Kommen wir mal zur neuen Ernte. So, und da hat uns wieder der André, der Kompott, geschrieben. In seiner bewährten Art und Weise sind das so Fragmente, die er irgendwie während des Hörens in sein Gerät tippt, auf Twitter tippt. Da können wir immer nur so ein bisschen rätseln, was denn jetzt gerade eigentlich gemeint ist. Mitgerätselt hat der Lars. Und ich bitte dich einfach mal jetzt die Kommentare vorzulesen, wenn du dazu Lust hast. Ah, dafür müsste ich sie gerade offen haben. Warte mal eben. Oh, Entschuldigung. Ja, drei Tweets sind es, wenn ich das richtig habe. Jo. Der erste war, warum kommt mir beim Wursttasting die Idee ins Hirn, dass der Wurstkäse Worst Case möglich ist? Ja,
Wann haben wir über Wursttesting gesprochen? Ich habe null Ahnung. Bin nicht sicher, ob wir darüber mal gesprochen hatten, dass wir beim Podstock mal eben Wurst verkostet haben. Da liegt mir was von bei. Vielleicht ist das der Bezug. Aha, ich habe nur das Kicks wie hieß das denn noch? Kicksparaden oder so, ne? Hatten wir da nicht dieses tolle Wort? Kicks? Ja, nee, Kekskarpaden. Das hatte, die Kekskarpaden. Genau. Und da war dann auch das Wursttesting dabei. Na, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, aber spannend. Schön, dass er so das, also es kam ihm dann ins Hirn, ob das Wurstcase möglich ist. Also er hat einen Sinn für Wortspiele, das mag ich. Ja, ich denke, der nächste wird auch in die Richtung gehen. Oh ja, lass mal hören. Wenn Zastikel sagt, entmuten hilft. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, also wenn ich es so lesen würde, wie ich es normalerweise lesen würde, würde Isaac entmuten. Also vielleicht wie Isaac Newton, keine Ahnung. Oder Isaac entmuten. Ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. Er schreibt in Klammern selbst dahinter, Aussprachwitze so gut schreibst. Ja. Ich bin leicht überfordert davon. Also ja, das ist ein Buchstabenpuzzle. Da muss man die erst in die richtige Reihenfolge legen, glaube ich. Ja, vielleicht bringt der dritte Tweet ein bisschen Licht. Aber Moment. Dieses Isaac entmuten, das ist ja großartig. Das habe ich überhaupt nicht daraus gelesen. Das ist mit diesem bayerischen Einschlag. Ja, Isaac entmuten. Und das war besser als meins, auf jeden Fall. Ich kann sowas herrlich. Dann hast du mich jetzt erst auf die Spur gebracht. Sehr schön. Und der dritte Tweet ist und ist Isaac entmuten, keine Ahnung, verwandt mit Isaac muten. Da würde jetzt wahrscheinlich die englische Aussprache wieder Sinn haben, so für die Leute, die Wert drauf legen, Sinn haben. Oder wie die Anstalt sagt, scheiße der Nefton. Ja. Wenn das ein Insider ist, kenne ich ihn nicht. Naja, ich denke, dass sie einfach das Wort Newton, also den Namen, urdeutsch aussprechen. Ne? Oh, ja, ich weiß nicht, ob die Anstalt da irgendwas macht in diese Richtung. Also ich beziehe das jetzt irgendwie mal auf die ZDF-Sendung, aber die habe ich eine ganze Weile nicht mehr gesehen, leider. Würde ich jetzt auch auf die Anstalt bezogen haben. Ja. Nun, das war auf jeden Fall die Veranstaltung jetzt hier. Großartig. Ja. Ja, also André hat uns jedenfalls Mut gemacht, uns zu entmuten, um einen vor 5 Minuten totgerittenen Witz noch einmal rauszubringen. Ja, schönen Dank dafür, wunderbar. Dann haben wir eine Bemerkung sozusagen eingefangen von Johannes ohne Kuh, der offenbar eine Datenschutzschulung oder irgendwas gemacht hat. Und schreibt auf Twitter, da wurde mir von unserer Datenschutzbeauftragten tatsächlich das Buch von Claudia aus dem Sendegarten empfohlen. Macht mich ein bisschen glücklich. Mit einem Smiley dahinter. Das ist schön. Das ist wirklich, wirklich schön. Und es ist super schade, dass Claudia heute nicht hier ist. Wir müssen ihr das beim nächsten Mal unbedingt erzählen, dass der Johannes ohne Kuh diese Erfahrung gemacht hat, dieses Erlebnis gehabt hat mit ihrem Buch. Also, dann habt ihr halt meine Daten. Na und? So ist der Titel, glaube ich. Vom ersten Buch. Ist das zweite schon fertig? Ich bin etwas durcheinander geraten. Wisst ihr das zufällig? Sie wollte doch eine Fortsetzungsband schreiben. Auch nicht, ne? Gut. Aber das erste ist vorhanden und das liegt ja auch hier irgendwo. Ich habe ja den Zettel von Kollegen an die Tür geheftet bekommen, an die Bürotür. Dass man als man den Schreibtisch aufgeräumt hat, dass man darunter Reste einer römischen Siedlung gefunden hat. Das fand ich irgendwie sehr treffend formuliert. Ich habe die Tendenz, alles zu schichten. Ich lege die Sachen hin und dann kommen nächsten Tage die nächste Schicht drauf und die nächsten Tage wieder und dann ist irgendwann so, im Dezember muss ich dann sehr tief graben, um an die Sachen vom Januar wieder ranzukommen. Also das hat was von Bodenhorizonten, ja. Kennt ihr das auch? Oder so dieses Hinlegen und dann liegen lassen und nie wegräumen? Ich hasse mich dafür, aber ich kann nicht anders. Also zu Hause kenne ich es auch, bei der Arbeit nicht.
Ja, besser so. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, ich hatte das mal schlimmer. Kann man das überwinden? Ich habe ja noch Hoffnung. Nee, ich habe irgendwann festgestellt, dass es einfacher ist, das nicht so zu haben. Und seitdem habe ich ein gewisses, sagen wir mal, Mindestmaß, dem ich so ein bisschen hinterherräume. Und das läuft ganz gut. Okay, ich glaube, der Trick daran ist, mehrere solche Biegeli zu machen, wie sagt man, mehrere solche Stapel zu machen. Dann geht es einfacher. Genau. Den Q1, also erste drei Monate, zweite drei Monate, dritte, und dann weiß man, oh, naja. Ich muss immer an, ich habe schon da tausendmal erzählt, ne, die Geschichte von dieser einen Dokumentation, wo irgendein Reporter in so einem Tante-Emma-Laden war, oder also ein Dorfkrämerladen, von mir aus auch Tante Emma, also entweder der Krämer oder die Tante, wurscht. Und es war bis unter das Dach gestopft mit allerlei Sachen. Und dann sagt er, wie finden Sie sich denn hier zurecht? Und dann sagt die alte Dame zu ihm, ja, junger Mann, jedes Ding hat seine Richtung. Also, wenn du irgendwas von ihr haben wolltest, dann wusste sie, sie muss sich ungefähr dahin bewegen und dann hat sie dann die Suche begonnen. Aber sie wusste so die Richtung. Das fand ich faszinierend. Jedes Ding hat seine Richtung. Das ist so mein Motto geworden. Herrlich. Gut, also das Buch von Claudia kann man empfehlen. Wer sich mit Datenschutz beschäftigen möchte, also nicht ganz so dröge, sondern so ein bisschen mehr hands-on, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wird nicht nur hier empfohlen, sondern auch von Datenschutzbeauftragtinnen. Tonnen. Gut, und dann haben wir noch einen Kommentar auf der Webseite bekommen. Vera, hast du das vorliegen gerade zufällig? Von Holger das. Ja. Ja, habe ich jetzt auf, ja. Super, dann lass doch mal hören, was Holger schreibt. Na gut, hallo alle. Erst einmal danke für den Podcast. Diesmal auf der Gartenbank habe ich teilweise nur die Hälfte mitbekommen. Habt ihr auf Kommentare im Chat geantwortet? Dann wäre es vielleicht für die nur Hörenden, diese auch vorzulesen. Trotzdem danke, Grüße Holger. Ja, was antworten wir denn auf die Frage, ob wir Sachen aus dem Chat geantwortet haben? Ich war tatsächlich ja. Nicht dabei. Ich kann das nicht beantworten. Weil ja, aber du hast es doch bestimmt nachgehört, oder? Muss ich gerade überlegen. Nee, tatsächlich habe ich nur angefangen nachzuhören und dann. Ach, dann warst du langweilig. Irgendwas. Dann, genau, dann bin ich eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Aus wilden Träumen wieder erwachen. Genau. Aus wilden dystopischen Träumen. Also, ich würde mal sagen, ich lese auch in diesem Moment den Chat vor. Ja. Das tatsächlich passiert ist gerade, weil Judith da war und wir haben, glaube ich, so ein bisschen vor uns hingerantet. Wir haben uns ja da so ein bisschen in so eine, wie soll man das sagen, Weltschmerzstimmung hineingearbeitet und das wurde auch heftig unterstützt von Aussagen im Chat und das tatsächlich, ja, ich kann verstehen, dass da vielleicht der ein oder andere Gedankenfaden sich nicht im Audio übertragen hat. Also ich habe mir das ja nochmal anhören müssen bei der Nachbearbeitung. Für mich war das trotzdem alles klar, aber ich war ja auch dabei. Von daher ist das natürlich ein unfairer Vergleich. Also ich kann Holger durchaus verstehen und ja, danke für den Hinweis. Wir sollten immer daran denken, die Menschen sehen das nicht, was wir sehen. Sie sind in einer anderen Situation und vielleicht ist es immer gut, dann einfach nochmal Bezüge herzustellen zu dem, worum es eigentlich gerade geht. Sonst ist es wirklich vielleicht ein bisschen so das Gefühl, dass die Hörenden sich abgehängt fühlen. So, wir machen hier was für uns. Ne, so, ja, sei doch dabei. Ansonsten musst du gucken, wo du bleibst. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also soll ja schon noch nachvollziehbar bleiben. Verstehe, Holger. Jo. Haben denn die anderen das so? Wie war das denn bei dir, Sebastian? Kannst du das verstehen, was Holger schreibt? Ja, und ich versuche es eigentlich auch immer dann irgendwie vorzulesen und am Kontext herzustellen. Scheint uns da irgendwie untergegangen zu sein. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wir haben uns natürlich auch über sehr viel Podstock-Sachen und so weiter, vielleicht ist da ein Kontext verloren gegangen, dass das gar nicht auf dem Chat war, sondern vielleicht, weil wir uns über Dinge unterhalten haben, die wir alle kennen, aber dann für Außenstehende schwer zu verfolgen sind. Stimmt, natürlich. So ein paar Insider. Ja, das kann natürlich sein.
wir haben uns alle gemeinsam erinnert, aber ja, wer nicht vor Ort war oder das mal erlebt hat, der weiß natürlich gar nicht, wovon wir geredet haben. Auch wahr. Mhm. Okay. Verstehe. Sofa-Reporter schreibt, ich habe es nachgehört, mir haben die Schätze nicht gefehlt. Okay. Ein Profi-Podcast-Hörer. Ja. War der denn dabei? Ja, okay. Also, wir haben eine Stimme, die sagt, denkt doch bitte auch an die, die vielleicht die Kontexte nicht kennen, und eine Stimme, die sagt, nö, mir haben die Schätze nicht gefehlt. Oh, wunderbar. 50-50. Jetzt können wir eine Münze werfen. Ja gut, aber wir können es ja nur für die Zukunft besser machen. Genau. Was sollen wir tun, Lars? Hilf uns. Ich habe keine Lösung. Ach, schön. Aber der Gast, Martin, weißt du eine Lösung? Ich bin grundsätzlich dafür, solche Dinge mit einzubinden. Vor allem, da es in letzter Zeit sehr viel halt auch Podcasts gegeben hat, die gezwungenermaßen über Remote gegangen sind und die noch Videobegleitung haben. Ich finde das extrem mühsam, wenn man nicht wenn man visuell kommuniziert oder ja, eben nicht erzählt, was visuell passiert. Und deshalb bin ich schon dafür, dass man das irgendwie mit einbindet. Ja, ist mir jetzt bei, was war das, CT Uplink? Also irgendeiner aus dieser Heil-Umgebung, da haben sie über so Mini-PCs gesprochen. Das fand ich ganz interessant, weil ich mal mit dem Gedanken gespielt hatte, mir so ein Ding hier für mein Homeoffice zuzulegen. Und die haben dann auch tatsächlich mal, ja, hier sieht man das, ne, das ist ein Schraubverschluss und hier sieht man dieses und hier sehen ja 5 Steckplätze oder irgendwie sowas. Und ich habe natürlich nichts gesehen, während ich auf der Autobahn fuhr mit meinem Auto. Und ich auch gedacht, ihr habt schon vergessen, dass das auch ein Hörerlebnis sein soll. Irgendwann sagte dann mal jemand, wir dürfen die Hörenden nicht vergessen. Das ist genau die gleiche Situation gewesen. Okay. Der Vorteil ist ja hier, wir sehen uns alle nicht. Also vielleicht mal so ein bisschen aus dem Maschinenraum gesprochen. Es gibt viele Podcast-Angebote, die bei der Remote-Version, die Martin gerade angesprochen hat, auf sowas wie eine Videoübertragung zurückgreifen. Also ich würde dann sehen, ob der Lars gerade in die Kamera guckt oder nicht. Aber das machen wir hier nicht. Wir machen wirklich eine Art von Telefonkonferenz. Ich sehe niemanden und ich werde auch nicht gesehen. Und ich kann hier rumwedeln mit meinen Händen, wie ich will. Ich kann aufstehen, lachen oder das Gesicht verziehen, mit den Augen rollen und keiner sieht's. Das ist total schön. Ich mag das sehr. Geht mir auch so, schon seit vielen Jahren. So kann man auch, wie hat seine liebe Mitpodcasterin gesagt, nackt podcasten. Keiner merkt's. Ja, wenn es im Sommer so ganz heiß ist, dann ist es schon eine Variante. Mhm. Also ich fand es auf dem Podstock irgendwie ganz schön, euch mal zu sehen während des Sendegartens, aber so als Special mal, ne? So nicht immer, aber so beim Podstock fand ich das tatsächlich sehr schön. So eine Video. Aufnahme. Ja, also mal so als, genau, als Special. So, ne? Das genau. Ist, aber so als regelmäßige Veranstaltung. Wir hatten das ein oder andere Mal um Potsdok herum oder auch danach solche Videokonferenzen. Und ich finde dieses, also ich weiß gar nicht warum, aber wenn ich weiß, dass mir so eine Kamera mich anguckt, oder ich sogar noch mein eigenes Bild auf dem Bildschirm sehe, fühle ich mich irgendwann unwohl. Das ist ganz komisch. Ist mir jetzt gestern, als ich da bei Freunden war, mal wieder im realen Leben, ist mir das so aufgefallen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, was ich jetzt gerade für eine Grimasse ziehe. Ich habe ja auch keinen Spiegel quasi vor Augen. Aber während dieser Videokonferenzen, ja, ich weiß, man kann sein eigenes Bild auch ausschalten, habe ich auch schon mit experimentiert, aber dann habe ich noch mehr Angst, dass ich irgendwie komische Sachen mache, weil ich mich nicht selber kontrolliere. Also das ist wirklich, irgendwie ist das anstrengend. Ich finde Videokonferenzen durchaus auch anstrengend. Deswegen. Ja, du auch. Lars, du musst doch auch viel Videokonferenzen machen. Wie ist das bei dir? Ja, auf lange Videokonferenzen werden anstrengend und ich lasse die Kamera definitiv dabei laufen.
dass ich mich in einem möglichst kleinen Feld noch irgendwo sehen kann. Ja. Zur Selbstkontrolle. Ja. Es ist dann auch wieder wohler, sozusagen. Also, wenn ich schon Gefahr läufe, in der Nase zu bohren, dann möchte ich das wenigstens sehen, ja. Das Eigenartige ist, wenn ich irgendwie unter Menschen bin an einem Tisch und es wäre da irgendwie eine Besprechung in der Firma oder so, dann ist diese Kontrolle zwar auch nicht da, dass ich mich selber sehe, aber irgendwie bin ich mir der anderen eben so gegenwärtig, dass ich sage, okay, dass ich jetzt, was weiß ich, mir jetzt tatsächlich mal an der Nase kratze oder so, würde vielleicht etwas weniger ausgiebig verfolgen. So. Und, genau. Aber witzigerweise dafür ist bei mir das Videobild der anderen Leute irgendwo nicht ausreichend und dass ich mein eigenes Bild sehe, erinnert mich, glaube ich, ein bisschen dran. Von wegen, du sendest gerade etwas aus. So, aber ich kann das nicht besser beschreiben. Nee, du triffst es wieder in Worten genau, was ich sagen würde wollen, wenn ich deine Worte hätte. Also in der realen Situation spiegeln mir meine Gegenüber mehr unmittelbares Feedback als in dieser Videosituation. Das ist anders. Es ist zwar ähnlich, aber anders. Naja. Okay, also. Hier wurde noch im Chat erwähnt, wir sollten einen neuen Podcast gründen, die nackte Wahrheit. Ja, Martin, vielleicht. Ne? Wäre das, oder der Saunacast vielleicht, wenn es mal warm ist, kann man ja vielleicht was mitmachen. Wasserfeste Mikrofone, ja? Ja, da ist auch dran zu kommen, oder nicht? Machbar, ja. Ich meine, wer Wahlgesänge aufnehmen kann, der braucht doch, dann muss man das doch irgendwie, muss es doch Möglichkeiten geben. Müsste man mal das Internet befragen. Wasserfeste Mikrofone. Heißen die nicht Hydrofone? Natürlich, gibt's doch. Wenn du das sagst. Ja, dann muss es das geben, ist klar. Wenn der Martin das sagt, also genau. Hier der Schwarz-Martin, wenn der das sagt, dann wird es das auch geben. Hört nicht auf mich, hört lieber auf den anderen Martin. Der kommt nämlich jetzt auf die Gartenbank und erzählt uns mal was aus seinem Podcast-Garten. Auf der Gartenbank. Der Martin ist da, aus der Schweiz. Er nennt sich Ed Poughkeepsie. Und wir haben schon vor etlichen Jahren mal gemeinsam in eine Tonspur geredet. Da hieß das Ganze noch Podunion Magazin. Da warst du auch irgendwie mit verbandelt. An dieser Stelle mal einen herzlichen Gruß an den Rico Lüthi, der das ja damals aus der Taufe gehoben hat. Und der sozusagen der geistige Vater dieses Plauderkreises hier ist. Also Martin, stimmt das? Warst du bei der Podunion dabei? Ja, ne, oder? Das ist korrekt und mein Gruß geht auch gleich raus, wie man so schön sagt. An den Rico, natürlich, meine ich. Ja, das ist korrekt, ja. Wann war das? Ich weiß, wir haben an dem 1. August gestartet, Schweizer Nationalfeiertag, aber ich weiß nicht mehr welches Jahr. Aber es ist lange her und seither ist viel Podcast ins Land gefallen. Ja. Ich war ja auch nicht ganz am Anfang bei Podunion Magazin dabei, sondern eher am Ende. Also man könnte sagen, ich bin gekommen und dann habe ich die Podunion kaputt gemacht. War aber nicht so. Du hast sie aufgebaut, ich habe sie kaputt gemacht. Naja. Ja, also da haben wir uns schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine konkrete Vorstellung, was du eigentlich so machst. Ich habe dich als Tech-Podcaster, als Nerd, als jemand, der Sachen ausprobiert, dem auch Firmen Dinge zur Ansicht schicken und so weiter in Erinnerung, ein bisschen neidisch, dass du immer das neue Spielzeug bekommst. Habe aber jetzt gesehen, dass du deinen Twitter-Kanal mit der Geschichtenerzähler überschrieben hast. Also nicht mehr mit Geek oder Nerd oder Technik, sondern Geschichten. Hat sich bei dir was verändert? Und wenn ja, was? Das waren jetzt ganz viele Punkte und ich versuche das jetzt aufzudröseln. Vor allem immer spannend, wie ich draußen wahrgenommen werde, weil ich bin ja nicht nur im physischen Bereich, sondern auch bei meinen ganzen Themen, die ich so beliefere. Grundsätzlich bin ich Papa
von drei Mädels und mache nebenbei ein bisschen Bloggen, Podcasten und manchmal auch solche Geschichten mit Videos. Und ja, habe da, also das größte Podcast-Format, das geht um Technik, ja, das ist der Geek Talk. Machen wir seit 2009 wöchentlich und zusätzliche Sonderfolgen, Interviewfolgen etc. Seit 2016 einen täglichen Podcast, also zumindest Montag bis Freitag auch ein Technik-Podcast und verschiedene Sparten. Den macht ihr wirklich immer noch, diesen täglichen Podcast? Ich habe, als du das damals angefangen hast, habe ich gedacht, boah, das ist also täglich, ich denke noch an den Christian von der Hörsuppe, der heute Fit macht, der hat das ja auch mal gemacht und der hat irgendwann gesagt, ich schaffe das nicht mehr, also jeden Tag. Ihr macht es immer noch täglich. Ihr ist übertrieben. Gestartet du? Haben wir zu dritt. Da hat nach einem Jahr der Jan aufgehört und da haben der Achim und ich weitergemacht bis zur 1000. Und da hat auch der Achim dann gesagt, jetzt ist genug. Das war sein Ziel, die 1000 voll zu machen. Und ich für mich habe dann gesagt, ich mache zumindest die 1111 voll. Und dann schaue ich weiter, wie das Ganze sich verträgt mit, es gab auch private Umstellungen etc. Und von dem her, also eben, ja, vorher war es alle zwei Wochen, wo ich täglich dazu gekommen bin, so im Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils. Und jetzt ist natürlich jeden Tag, das ist schon nicht ohne, definitiv nicht ohne. Boah, bei welcher Nummer bist du gerade? Wie lange musst jetzt, du noch? Das Schlimme ist, ich habe vor dieser Aufnahme gerade die letzte aufgezeichnet, aber ich weiß nicht mehr was. 1097. Super, sehr gut. Zum Glück so gibt es dieses Internet, da kann man nachschlagen. 1097. 1097? Episoden, genau. Mhm. Das heißt, bis zu 111 ist es nicht mehr so lang, ne? Sind dann das wird nicht mehr so lang dauern. 14. Mhm. Also zwei Wochen, dann bist du damit durch. Nein, Mist. Und ich wollte irgendwie einiges vorher schon überlegen, ob und wie. Ja, ja es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, ja. Du musst ja nicht aufhören. Das ist ja das Schöne. Du machst es doch, machst du das gegen Geld oder für Geld? Gegen Geld ist auch gut. Ist das dein Leben? Wie nennt man das denn? Dein Einkommen oder ist das alles Privatvergnügen? Das wäre schön, wenn es mein komplettes Leben finanzieren würde. Mhm. Nein, also ja, ich mache Podcasts, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreite zum Teilen. Das Bloggen, das Podcasten, das verschwimmt alles ein bisschen ineinander, was das anbelangt. Aber es ist nicht, also davon kann ich nicht leben. Nein. Für das bin ich, wie soll ich sagen, ich tracke die Hörer nicht, ich tracke die Hörenden nicht und somit macht sich das Verkaufen, so wie es halt sich heutzutage gewisse Agenturen vorstellen, wie Podcast-Monetarisierung zu funktionieren hat, relativ schwierig. Mhm. Aber das gibt dir die Freiheit zu sagen, bei 1111 höre ich auf oder ich mache 1112. Oder weiter, du hast also das komplett in der Hand. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, was du da tust. Außer meiner Frau, ja. Ja, oha. Genau. bis auf die, auf eine bedeutende Einflussgröße im Leben eines Menschen, des Lebenspartners, ja genau. Den sollte man immer auch mitnehmen, ja. Den oder die. Mhm. Okay, jetzt bin ich hier gerade bei der, du hast so schön geantwortet und ich habe wieder Zwischenfragen gestellt, Entschuldigung. Weißt du noch, wo du von mir gestört wurdest? Kannst du da wieder einsetzen? Nee, ich war gerade im Studieren, was du noch gesagt hast, wo ich, also ganz am Anfang bei der Frage, wo ich korrigieren wollte. Ich habe ganz viele verschiedene Themen, auch beim Bloggen. Der Technik-Blog ist sicherlich mitunter der größte, der pokipsi.ch-Blog, wo ich die neuesten Gadgets, die neuesten Spiele etc., solche Dinge teste oder Tutorials schreibe etc. Aber ich habe auch verschiedene Sparten-Blogs mit E-Bikes über Casinos, also so die richtigen Casinos schreibe ich. Ich habe einen Reiseblog, einen regionalen Blog hier über Solothurn, die Umgebung etc. Ich bin sehr breit, was die Themen anbelangt.
muss Casino ich für mich aber auch... Grade, Casino finde ich jetzt gerade sehr spannend. Das, also da so richtig so, wo man hingeht und dann auf alles auf schwarz setzt und so. Also wo man so die diese üblichen... Wenn man mutig ist und viel, zu viel Geld hat, genau, dann macht man solche Dinge. Genau. Wow. Ja, für mich einfach faszinierend. Ich beobachte gerne Menschen und ich gehe voran gerne ins Casino, um zu sehen, wie die einzelnen Casinos so sind, halt, wie sie aufgebaut sind und was die Menschen da so tun. Die vorsichtigen Menschen, die Menschen, die eben einfach mal so einen Tausender hinlegen und die dann auf dem Roulette-Tisch verteilen, solche Geschichten. Und das ist schon faszinierend zu sehen, was da für unterschiedliche Wesen auf diesem Planeten gibt. Und okay. Für mich halt immer, ich kann es halt immer verbinden, ich gehe vorab, gehe ich was essen, dann habe ich was für meinen Food-Blog, teilweise übernachte ich da noch in der Nähe, dann habe ich was für einen Travel-Blog, wo ich dann darüber schreiben kann und kann das alles in meiner digitalen Schizophrenie, wie ich das so schön nenne, dann miteinander verknüpfen über meine ganzen Blogs und Podcasts. Was ist denn deine digitale Schizophrenie? Weil du so viele Kanäle hast? Oder was, genau, was meint ja, das? Ja, ah, okay. Genau. Mhm. Okay. Ja, aber also ich hänge da gerade so ein bisschen an dem Casino, weil das ist etwas so eine Welt, von der ich weiß, dass es sie gibt, aber ich war noch nie in einem drinne und kenne es eigentlich mehr so aus Agentenfilmen, dass da immer irgendwie die Bösewichter dieser Welt irgendwelche komischen Dinge drehen. Mehr weiß ich davon eigentlich gar nicht. Und ja, solche gibt es wahrscheinlich da schon auch, solche Menschen. Ja, irgendwo muss das viele Geld ja herkommen. Obwohl, als Schweizer ist ja der Umgang mit Geld, ne? Also mein Vorurteil, du hast ja ein Safe zu Hause, wo das Geld nur so rauspurzelt, ist doch ganz klar. Ah, Geld machen wir da nicht rein, da ist gefüllt mit Gold. Ach so, ja. Natürlich, wertbestätigt. Und Käse haben wir auch noch drin und Schokolade, ah, ja. Natürlich. Um noch ein paar weitere Klischees zu bedienen. Klischees jawohl, zu bedienen. Genau. Na gut, okay. Also du hast eine digitale Schizophrenie und bedienst die auch hervorragend. Genau, und halt eben, ich brauche das für mich, weil ich habe begonnen mit dem Bloggen im Jahre 2001. Also damals waren es noch so einfache HTML-Seiten, wo man Text drauf gemacht hat. Und begonnen hat es eigentlich ganz einfach, weil mich die Leute immer gefragt haben, ich habe relativ viele verschiedene Telefone gehabt, damals noch so Feature-Phones, und die ausprobiert und auch Walkmans und Discmans etc. Und mich haben immer die Leute schon gefragt, was für ein Gerät soll ich mir kaufen? Und irgendwann wurde es mir zu blöd und dann habe ich es aufgeschrieben. Und das halte ich bis heute so, wenn mich Leute gewisse Dinge anfragen, eben wie kann man am Gerät irgendeine Funktion aus- und einschalten. Nachdem ich das 2-3 Mal per Mail beantwortet habe, schreibe ich ein Tutorial drüber und beim nächsten Mal schicke ich nur noch den Link dazu und sage denen, falls sie noch weitere Fragen haben, wieder melden. Ansonsten, ja, und so hat bei mir das Bloggen begonnen und später auch das Podcasten. Geschickt. Du hast ihnen sozusagen eine Bedienungsanleitung untergejubelt, ohne dass sie das gemerkt haben. Ganz geschickt. Ich bin einfach faul, ja. Oder wollte nicht immer wieder zu viel auf das Gleiche schreiben. Und daneben die verschiedenen Themen kamen dazu, weil wenn du irgendwie, ich habe aktuell 43 verschiedene Smartphones hier. Und wenn du die mal 43? 43? 2 oder 43, ja. Sind ja, 42, aktuell. Komm, wir sind doch hier bei den Nerds. 42. Es sind auf jeden Fall 42. Wollte nicht 42 reinstreuen, ja. Das wäre zu klischeehaft. Und 23 Ladegeräte, natürlich. So, sagen wir so. So, mit also, Käse und Gold und so bei den Klischees, aber die 42 darf nicht. Das ist wirklich sehr eigenartig. Liegt daran, dass ich, genau, jetzt weiß ich wieder, was das Ganze am Anfang war, Martin. Ich bin kein Nerd, ich bin ein Geek. Glaube ich. Ah, ja. Obwohl, da gab's umso mal älter, dass ich, genau, umso älter, dass ich werde, glaube ich, werde ich immer mehr Nerd als Geek. Aber dann muss ich mir eine neue URL kaufen und das ist mir zu blöd. Nerd Talk gibt es wahrscheinlich auch schon. Da musst du das ist ein Geld schöner Schweizer Podcast, ja. ich überlege gerade, was war denn nochmal der Unterschied zwischen Geek und Nerd? Irgendwann haben wir das mal besprochen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich werde auch immer wieder gefragt und ich bin sehr schlecht in der Antwort zu geben. In relativ einfach, also der Nerd geht halt, wie ich finde, viel tiefer in das ganze Thema rein und
nerdet sich da halt wirklich ganz tief ein und der Geek ist halt einfach ein einfacherer Nerd, glaube ich, irgendwie. Ach, der oberflächliche. Oberflächliche Nerd. Ich wollte das Wort jetzt genau. Okay, ja. Aber es gibt Podcast-Episoden, wo das ziemlich ausgiebig behandelt wurde und ich glaube, ja, ich tue jetzt vielen Unrecht. Ja, ja. Ich weiß auch, ich habe das vor gar nicht so langer Zeit bin ich mal irgendwo wieder über so eine uralte Datei gestolpert, die hier auf meinem Rechner irgendwo rumlungerte und da ging es auch darum, da habe ich mich erinnert, dass wir da mal so einen Unterschied aufgemacht haben. Na egal. Mhm. Jedenfalls, du bist der Geek. Du machst mehr den Adlerblick, also du schaust mehr viel an, als einiges weniges in der Tiefe. Das ist das so sehr sagen? Korrekt, genau. Ja, ja, guck mal, haben wir es doch. Und gar nicht, also abwertend, sondern es ist aufwertend gemeint. Aber genau. Ich muss nochmal blöd fragen, Entschuldigung. Wenn du da 40 plus X Telefone bei dir liegen hast, wo kommen die denn alle her? Benutzt du die auch regelmäßig? Also der Monat hat ungefähr 30 Tage, nimmst du da jeden Monat, also alle 6 Wochen ein anderes Handy jeden Tag mit? Oder was machst du mit den ganzen Geräten? Also grundsätzlich ist es so, ich schreibe ja Testberichte über neue Geräte und ich mache das entgegen vielen anderen, die das aktuell so machen, die gleich am Tag 1 mit einem ultra ausführlichen, also in Anführungszeichen, Testbericht kommen, der meistens irgendwie nur die Specs abgeschrieben sind und noch ein paar Worte rundherum. Ich setze mich halt mindestens 1-2 Monate mit den Geräten auseinander. Und vor allem schaue ich mir die Geräte auch noch nach einem halben Jahr und nach einem Jahr nochmals an und gehe da immer wieder mal auf gewisse Dinge ein, wenn sich da gewisse Dinge ändern oder schreibe über Updates etc., wenn es denn solche gibt. Und ja, also aktuell habe ich immer 3 Geräte auf mir und 2, 3, die ich zusätzlich am Testen bin. Und die anderen sind im Büro und da mache ich dann meine Tests da oder tausche mal das eine oder andere aus. Ist halt ein fleißiger. Aber das musst du ja alles dann auch irgendwie im Kopf behalten. Also mit welchem Gerät habe ich jetzt welche Erfahrung gemacht? Das musst du dir wahrscheinlich sofort irgendwo hinschreiben oder kannst du das alles im Kopf behalten? Für das gibt's Tools, genau, das schreibt man dann irgendwo rein. Ja. Okay. Am besten an den Ort, wo man es nachher auch wieder findet, ja. Ich habe mein aktuelles Handy und das Vorgängerding, das liegt hier auch noch irgendwo und dann noch eins von davor und ich bringe es nicht übers Herz, die irgendwie zu entsorgen, das heißt, und einfach nur liegen lassen ist ja auch schlecht, ne, weil dann geht der Akku irgendwann nicht mehr, das heißt auch das drittälteste oder das viertälteste, nee, das drittälteste, die werden immer noch brav, immer schön gefüttert, die kriegen immer ihren Strom, die einen tagsüber, die anderen nachts und so und die bimmeln dann auch gelegentlich und ich bin schon so weit, dass ich habe nur 3 dann, dass ich dann schon nicht mehr weiß, wer hat jetzt gerade gepiepst und was will das von mir. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier 40 Geräte und die würden dann auch, das eine meint, ach, keine Ahnung, jetzt gibt's hier eine neue Wetterinformation oder das andere sagt, dein Lieblingskanal hat übrigens gerade eine neue Episode veröffentlicht oder da sind gerade welche live auf Sendung und das ist ein einziges Gepiepe und Gefiepe. Da würde ich verrückt. Kann ich mir das so bei dir vorstellen oder hast du die Dinge alle stumm geschaltet? Kennst du noch Skype? Dieses lustige Tool von Microsoft, das es früher mal gab? Ja, das war früher so ein typisches Ding, wenn da jemand angerufen hat, da haben einfach 10, 12 Telefone gleichzeitig aufgeblinkt und ich konnte mich entscheiden, das mit dem meisten Akku habe ich dann meistens genommen und nee, aber also, es ist schon so, die Alten sind auf stumm geschaltet, respektive die Notifications ausgemacht, weil ansonsten drehst du irgendwann durch. Vor allem, wenn du podcasten möchtest und dann irgendwo hinten dran bimmelst. Natürlich. Das ist aber ja das gibt so kleine NFC-Kleber, wo man dann kurz die aktuellen Telefone drüber zieht und dann sind sie alle im Stummmodus. Das geht relativ einfach. Ach. Eine Hardware schaltet deine Geräte dann? Ja, einfach ein Stück Hardware, das dem Geräten den Befehl gibt, still zu sein. Ja. Gleiche wie wenn du im Laden das Telefon an das Terminal hältst, sagt es ja auch, bezahl mich mir. Ja. Und aber das geht gleiche nur im Nachfeld. Befehl.
Das kann genau. man jetzt nicht ja. bei einem Vortrag oder so, dass man dann sagt so, ich stelle mal hier alle Geräte stumm, damit mal der oder die Vortragende nicht gestört wird. Das wäre doch ganz hübsch, wenn man sowas hätte. Wäre ich ein Nerd, hätte ich sicherlich was geschrieben oder zusammengeklickt, dass das auf alle Geräte gemacht hätte, auf einen Knopfdruck, ja. Und Sebastian baut eine ganz große Antenne. Die geht dann, könnte auch ein ganzes Fußballstadion stilllegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Herrlich. Ja. Bitte. Kein Problem, weiter. Ich habe nichts mehr im Kopf von dem, was du mir ganz am Anfang gefragt hast. Ja, ich auch nicht. Wir könnten mal fragen, ob noch jemand weiß, was ich gefragt habe. Sonst frage ich was anderes. Ich weiß es auch nicht mehr. Ach Mensch, Vera, ich hatte auf dich gehofft. Entschuldige. Ha. Also ich glaube, du hattest nach den ganzen, ganzen Podcast-Projekten gefragt, glaube ich. War ich schon so weit? Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, dann lesen wir erstmal aus dem Chat vor derweil. Hier wurde aus Roulette und Käse, wo war das denn? Aus Casino und Käse, weil wir ja in der Schweiz waren, haben wir an Casinos gemacht. Das ist doch mal ein schönes Wort. Auch nicht Casinos. Schlecht. Herrlich, herrlich. Was ich fragen wollte, ob du mit großen Herstellern zusammenarbeitest. Also bist du da so eine Art offizieller Influencer oder so? Also schickt dir die Firma Google ihr neues, was haben die denn gerade? Pixel 6 oder keine Ahnung, was da wieder gerade durchs Dorf getrieben wird, kriegst du solche Sachen dann zugeschickt mit der Bitte, da eine positive Stellungnahme zuzugeben? Oder ist das noch nicht so schlimm oder schön? Das Wort Influencer hätte ich gern gestrichen. Aber nee, ich will dich auch nicht beleidigen, selbstverständlich ja, streichen wir das. Kein Problem. Und ich mag auch keine Influencer beleidigen. Das kann es geben. Da kann man reinrutschen, ist auch gut so. Ich distanziere mich von dem Wort, aber das ist ein kleines Detail. Nee, also ganz früher, so 2005, 2006 rum, habe ich noch die Geräte alle selber gekauft. Das ist auch heute noch bei einigen so. Gewisse Geräte kaufe ich selber und schreibe darüber. Aber ein Großteil der Hersteller schickt mir schon die Geräte zu. Teilweise schon eine Woche, zwei, drei oder einen Monat, zwei im Voraus. Ich habe Hersteller, wo ich auch schon ein bisschen weiter vorne im Loop bin. Natürlich immer mit diesen lustigen NDAs, die man da so hat, die man unterzeichnen darf, dass man nicht über solche Sachen spricht und so weiter. Und für das habe ich auch ein Tresor. Muss man ja fast haben. Ja. Naja, klar, wenn die Firmengeheimnisse da hochgehängt werden. Genau, also kein Gold, kein Käse drin. Das sind einfach Gadgets. Nur Falthandys. Zum Beispiel, genau. Ja, nee, und dann eben teilweise vorab, teilweise einfach zum Start. Das ist ganz unterschiedlich, wo sie dann denken, dass ich darüber berichten könnte. Und mittlerweile sind sie so nett, dass sie vorher anfragen. Es gab ein paar Jahre, wo sie einfach alles zugeschickt haben und das wurde dann mühsam, weil ich nehme die Freiheit raus, nur über die Dinge zu berichten, die ich denke, dass mir meine Leser interessieren könnten und die Hörerinnen im Podcast etc. und nicht, ja. Was weißt du denn über deine Konsumentinnen, also die Menschen, die deine verschiedenen Kanäle wahrnehmen, mengenmäßig, also sind das viele, rechnest du schon in Zehntausendern oder sowas und weißt du, was das für Menschen sind? Kennst du die, triffst du dich mit denen? Wieder drei Fragen auf einmal, Entschuldigung. Kein Problem, wie ich vorher gesagt habe, ich tracke nicht. Somit relativ schwierig. Wir haben gewisse Daten vom Hoster, aber die muss man alle immer geteilt durch irgendwas machen, dass das irgendwie verhebt, dass also die Zahlen stimmen. Aber ja, es sind schon im Blog in die Hunderttausende, Podcasts, die Zehntausende etc. Also es sind schon ein paar. Und mit gewissen Menschen treffe ich mich, ja. Viele schreiben, die sind ähnlich wie ich, noch Mails und ich bekomme sehr, sehr viele Mails. Vom Blog her, vom Podcast her und halt Social Media und solche Geschichten kommen auch Feedbacks und Rückmeldungen. Ja.
Und hast du auch so den Anspruch dann, wenn du Mails bekommst, allen dann persönlich zu antworten oder geht das gar nicht mehr? Ja, teilweise auch, wie vorher gesagt, nur mit einem Link zu einem Tutorial, weil auch da Fragen kommen. Ja, ja. Aber der Anspruch ist schon, allen zu antworten, so gut wie es geht. Das ist immer eine Frage der Gesundheit, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, man muss fit genug sein. Ja. Genau. Du hast da, glaube ich, eine gewisse, also die stehen nicht alle Kräfte zur Verfügung. Ja. Genau. Mhm. Ja, okay. Ja, da muss man halt gucken, was die Kraft halt hergibt, ist ganz klar. Genau, genau. Und genau, das war Frage 2 von 3, glaube ich. So, was war die dritte? Ich muss meinen Joker anrufen, ich weiß es nicht mehr. Gibt es doch gar nicht. Was ist denn das hier für eine Gesprächskultur bei mir? Also, ich habe gefragt, ob du die Menge deiner Hörenden kennst, weißt, was die das für Vorlieben, Leute sind. Ja. Und wer kann helfen? Nimm einfach die nächste Frage. Ich habe heute ein sehr kurzes Kurzzeitgedächtnis. Es tut mir wirklich leid. Ich auch. Also, alles gut. Ja. Musst dir nicht leid tun. Alles gut. Ja. Wir passen zusammen. Mann. Das ist total gut. Wer ist da so drüber gekommen? Einfach drüber spielen und die nächste Frage stellen. Okay. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, also diese ganzen Kanäle aufzumachen? Also die Standardfrage, die ich normalerweise stelle, ist, was hat dich bewogen, in ein Mikrofon zu sprechen? Aber bei dir muss man ja dann sagen, okay, was hat dich bewogen, überhaupt in die Öffentlichkeit zu treten? Also mehr so diese Kanäle aufzumachen. Hat sich das so ergeben? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, die Leute fragen mich nach Anleitung gefragt, nach Hilfe, nach Tipps. Da habe ich das sozusagen kanalisiert. Ist das auch die Motivation oder hast du auch Spaß, einfach so sich ein bisschen auf die Bühne zu stellen? Hast du auch so ein bisschen das Rampen, Sau gehen, wie das hier manchmal so genannt wird? Hast du das auch in dir? Eben begonnen durch das, was du gerade beschrieben hast, eben die Reviews oder die Tutorials quasi, die Hilfestellungen. Und das Ding ist schon ein Helfersyndrom. Ich möchte Menschen helfen, die Dinge suchen, die sie nicht wissen, wie es funktioniert. Das, mit dem Technischen hat es angefangen. Dann gab es bei mir, ich habe ganz früher die Ausbildung zum Bäckerkonditor und Konfiseur gemacht, haben dann zuerst Mehlallergie und dann Glutenunverträglichkeit bekommen. Ist für unseren Beruf ziemlich doof. Super, ja, genau. Oh mein Gott. Genau. Da habe dann Möglichkeiten gesucht, wie man selber Brot herstellen kann und nicht das teure glutenfreie und auch Pasta etc. Und damals gab es nicht. Also damals, das war 2002, 2003. Und dann habe ich halt begonnen, die Rezepterfahrung, die ich gesammelt habe und die ich selber kreiert habe, in Anführungsschlusszeichen, auch online zu stellen und dann eben Rezeptportal etc., solche Geschichten, Forum und so weiter. Also über allem ist eigentlich immer das Helfen. Und irgendwann, mein Problem ist, ich habe durch, also ich konnte nie gut Deutsch, zumal eine witzige Geschichte ist ja immer, wenn es heißt, dieses Schweizerdeutsch ist ja gar nicht schwierig, ich verstehe diesen Poughkeepsie. Dabei ist das unser versuchtes Hochdeutsch. Ja. Ist immer ganz nett. Nee, aber ich konnte nie gut Deutsch und das sieht man auch in meinen Blogposts, da gibt es auch etliche Fehler etc. Und durch 2 Autounfälle, die ich hatte, ging das mit der Sprache noch drastisch nach unten und deshalb kam irgendwann dann auch der Wunsch des Redens in dieses Internet, weil ich war früher immer fasziniert von diesen großen Mikrofonen, die sie in Radiostationen hatten. Und das wollte ich auch. Und irgendwann 2005, 2006 gab es dann Möglichkeiten, das auch selber mal zu probieren, im Podcasten. Und so kam es dann zum Reden in diesem Internet. Ja, okay. Mitteilungsbedürfnis halt. Ja, ja, also der Wunsch zu helfen, aber auch sich mitzuteilen. Und dann auf einen Kanal, der dir mehr liegt als ein anderer. Ja, kann ich gut verstehen. Genau. Und das Dritte, nein, keine Rampensau, ich bin sehr ein scheues Wesen und eher deshalb auch Podcast wahrscheinlich
Obwohl, ich habe ja gesagt, ich mache auch Videos. Ich widerspreche mich da selber, ja. Na gut, es gibt ja Videos, wo man seinen Kopf in die Kamera hält und andere, wo man mehr so seine Hände und so Unboxing und so weiter macht. Aber ich weiß vom Twitter jedenfalls, dass du ja auch relativ viele Selfies verschickst. Also heute bin ich da und heute bin ich dort. Hast du meistens so einen markanten Hut auf. Ist das so ein Erkennungszeichen von dir oder magst du den einfach gerne? Ich mache viele Selfies. Meine Tochter lacht mich immer aus, weil ich keine Selfies machen kann. Also ich meine, dass ich... Ja, gut. Eben, Außenwahrnehmung ist immer anders als die eigene. Aber die Tochter wird es besser wissen als ich, da bin ich ganz sicher. Also, ja, ja. Aber der Hut, der Hut, ja, das ist so mein Ding. Ich wollte schon als Kind immer einen Stock und einen Hut haben. Das mit dem Stock habe ich nicht geschafft, weil ich kein Passen gefunden habe bis jetzt. Aber der Hut, ja. Und das ist sehr praktisch, weil ich kann dann immer bei so... also vor Corona-Zeiten bei Events, dann irgendwo ganz hinten stehen, man muss den Hut sehen, dann weiß man, der Poughkeepsie war da. Das ist dann gut so. Herrlich. Wo kommt denn das Wort Poughkeepsie her? Bedeutet das irgendwas? Ellie McBeal ist euch sicherlich ein Begriff. Um jetzt das Klischee zu bedienen, Vera? Also mir ist es ein Begriff, ja, aber Poughkeepsie, es ist so lange her. Ja, aber also ja, kenne ich. Eine Anwaltsserie mit der Calista Flockhart oder wie sie auch immer wieder heißt. Und da gab es auch den kleinen, den John, der Anwalt. Und der hat immer gestottert. Also vor allem die ersten 2, 3 Staffeln. Mhm. Und in Amerika gingen sie alle, wie so üblich, zum Psychiater. Und der hat ihm gesagt, er muss, wenn er beginnt zu stottern, etwas aus seiner Kindheit sagen, und er kommt aus dem Staat New York, aus Poughkeepsie Town, irgendetwas, und hat nämlich gesagt, Poughkeepsie. Und ich war damals so, ja, was war das, 3 Jahre im Internet, meine E-Mail-Adresse habe ich überall angegeben, die war voll Spam, ich brauchte was Neues, der volle Name war besetzt, und dann sagt er Poughkeepsie, und ich renne hoch, wähle mich ins Internet ein, so, also ja, 56K Modem. Halbe Stunde später habe ich mir eine neue E-Mail-Adresse angelegt, poughkeepsie@bluewind.ch damals. Und seither bin ich in diesem Internet der Poughkeepsie. So, ganz kurz. Wahnsinn. Ja. Und der schnellste Rechercheur der Welt, nämlich der Lars, der hat schon gefunden, dass es, also wie der Ort heißt, nicht P-O-U-G-H-K-E-E-P-S-I-E. Also Poughkeepsie. Also nicht ganz so. Ich habe so, gesagt, wie du ich kann nicht schreiben, ja. Nee, du hast es ja viel schöner geschrieben. Ich hatte jetzt die Tage, als ich deinen Namen schreiben wollte, habe ich gedacht, wow, wie schreibt man denn wohl Poughkeepsie? Und dann war ich so dankbar, dass man tatsächlich, man schreibt es so, wie man spricht. Und dieses Amerikanische ist ein bisschen schwieriger. Da hätte ich mich mit O und U und G und H doch ein bisschen schwerer getan. Aber Wahnsinn. Ausgedehnt. Wie schön. Poughkeepsie Town. Du hast, also, das ist doch toll. Also, das ist eine ganze Stadt für dich. Wie schön. Ja, bis zu dem Augenblick, wo ich bemerkt habe, dass das nicht jeder schreiben kann. Viele vergessen das eh am Schluss. Und dann wollte ich mich umbenamsen. Aber das war dann schon zu einer Zeit, wo zu viele den Namen irgendwo mitbekommen haben. Und ich weiß nicht, kennt ihr Vera F. Birkenbiel? Birkenbiel, ja, das sagt mir irgendwas, Moment mal. Ja. Hat früher... Sie hat früher Coachings gemacht und Menschen gezeigt, wie man richtig lernt. Sprachen lernen. Da gibt es doch diese Videos von der, ne? Wo so irgendwelche... Ganz, ganz viele, ganz tolle Videos. Ja. Gott hab sie selig. Mhm. Und ich durfte ihr damals Twitter beibringen und Facebook. Und da bin ich im ein oder anderen Buch dann auch als eben dieser Poughkeepsie aus der Schweiz erschienen, und dann war es zu spät, den Namen zu ändern. Ja, genau. Das ist klar, wenn du schon berühmt bist, dann macht das natürlich keinen Sinn, den Namen nochmal zu ändern. Definitiv schwieriger, ja. Ja. Aber damit kann man doch gut leben. Also, dass man das mit IE schreibt, das können ja das können doch deine Konsumentinnen lernen, denke ich. Ich habe das ja auch bei meinem Twitter-Handle, das ganz oft verkügt hat mit CK und
Ja, genau, deswegen sage ich auch überall ohne C und mit UE und so. Genau, und ich ergänze einfach am Schluss ein E, dann passt es auch. Ja, genau. Ein Icebreaker, wie man dem so schön sagt. Ja. Ja, so bin ich an den Namen gekommen damals. Ah, super, super. Alles andere war besetzt und der Poughkeepsie Town, schön. Und bei Buffy, genau. Der Anwalt bei Buffy hat das immer gesagt, weil ihm das geholfen hat auch. Verstehe. Ally McBeal, nicht Buffy. Ja. Buffy war eine andere. Die hat Vampire gejagt. Och. Jetzt habe ich, mein Hirn wieder. Wie komme ich denn auf, ich habe überhaupt weder das eine noch das andere ernsthaft gesehen oder verfolgt, aber jetzt habe ich das einfach in einen Topf geworfen. Ich weiß nur, bei Ally McBeal, da waren so viele so verliebt irgendwie in diese Darstellerin. Das muss doch irgendwie ganz... Was glaubst du, weshalb ich das geschaut habe? Ah, sie hat dir dein Herz gestohlen, wie schön. Also verliebt, sie war einfach herzig, ja. Ach, ja. Ich darf nochmal gucken. Aber manche Serien sind ja sehr schlecht gealtert. Die kann man heute dann nicht mehr so gut ertragen. Die nicht. Die kann man sich angucken. Ich glaube, die kann man sich noch anschauen. Ja, glaube ich. Ist lange her. Ja. Okay. Dann kommen wir doch mal jetzt zu dir als Podcaster. Wie machst du es denn technisch? Also hast du irgendeine bevorzugte Mikrofonierung, einen bevorzugten Rekorder? Du kennst dich ja nun wirklich aus bei der Vielfalt, die dir da zur Verfügung steht. Wenn du jetzt jemanden wie Frau Birkenbiel beraten müsstest, in welches Mikrofon soll ich reden? Was würdest du denn da empfehlen? Das mache ich ja unter anderem beruflich. Was mache ich? Was empfehle ich da? Das ist relativ unterschiedlich, hängt von vielen Faktoren ab. Was für ein Podcast, das man machen möchte, in welche Richtung das gehen soll. Ist es vor Ort? Ist es übers Internet? Ist es bei Kunden? Ist es, ja, da hängt von sehr vielen Faktoren ab, dass man sagen kann, dieses Mikrofon ist das Richtige für dich. Ich selber mache schon, seit ich Podcast mache, eigentlich das meiste remote. Also ich habe vor dieser Aufnahme mal zusammengezählt, ich komme etwas über 2.500 Podcast-Episoden und das meiste ist übers Internet, remote. Also das, was viele in Corona-Zeiten erst lernen mussten, mache ich schon seit vielen Jahren, eben Remote-Podcasten, weil im Geek Talk zum Beispiel habe ich ja meinen Podcast aus Deutschland, aus Österreich. Und somit ergibt sich das dann, dass man das remote macht. Da kann man sich nicht wöchentlich, also man kann schon, aber dann braucht man das Gold wieder, was wir vorher hatten, damit man sowas finanzieren kann. Ja. Das macht umwelttechnisch auch keinen Sinn. Und ja, jo, halt gut. Eben. Was nimmst du denn dann? Also ich habe das, dieses Tim Pritlove-Gedächtnis-Headset auf dem Kopf, dieses HMC, Biodynamic. Oh Gott, wie heißt das denn jetzt wieder? 297? 297, ja. Das habe ich viel für Kundenprojekte auch, ja. Weil das mit der Mikrofondisziplin halt so eine Geschichte ist, wenn man ein großes Mikrofon auf einem Ständer hat, auf einem Arm hat oder so, da ist natürlich das mit dem Headset deutlich einfacher, vor allem für Leute, die das nicht gewohnt sind, in einem Mikrofon zu sprechen. Was habe ich? Ja, weil sonst die Stimme immer laut und leise wird, je nachdem, wie weit man sich vom Mikrofon entfernt. Also der Vorteil beim Headset ist, der Abstand zwischen Mund und Mikrofonkapsel bleibt nahezu gleich. Also wenn man nicht der Abstand und die Sprachrichtung, ja. Ja, genau. Auch hier auch noch richtig. Mhm. Das ist das Schöne. Man kann damit allerdings auch keine Effekte machen. Also dass manche benutzen ja genau diesen Umstand, dass man mal ganz nah dran ist und dann mal ganz weit weg ist, um so ein bisschen Hörspiel, Atmosphäre zu schaffen. Ich erinnere mich an den Holger Klein, der hat das damals in Not Safe for Work, hatte das relativ intensiv gemacht. Das kann man natürlich mit dem Headset dann nicht so gut. Definitiv schwieriger damit, genau. Ja, bis unmöglich. Ja, ja, genau. Ich selber habe viele Jahre ein Mikrofonarm gehabt und ein Blue Mic, das Yeti, was ja früher mal relativ
also nicht verbreitet war, aber ein gewisse Podcaster oder einige Podcaster das genutzt haben. Ja. Ja, und habe durch meine Testerei natürlich ganz vieles hier auch. Also an meinem Podcaster-Tisch sind zwei Mikrofone. Hier am Videotisch habe ich auch zwei, drei Mikrofone. Also ich kann, ich für gewisse Podcast-Projekte wechsle ich das Mikrofon auch bewusst und auch das Setup etc. Warum dann? Also um einen anderen Klang zu haben oder weil du im Konzert mit den anderen Mikrofonen irgendwie gleicher sein willst oder was ist der Grund für den Wechsel dann? Das eine ist bei gewissen Projekten, dass man mit den gleichen mit der gleichen Hardware einspricht. Ja, genau. Macht es in der Post-Production einfacher, wenn man dann eine macht. Das andere ist auch eben, dass ein bisschen anders klingen, das flexibler sein bei Formaten wie der Daily, die ich selten auch mal zu Hause aufzeichne und so weiter. Da habe ich gerne was Mobileres, einfach auf dem Grund, dass in der Regel einheitlicher klingt. Obwohl in der Daily habe ich irgendwann auch begonnen, verschiedene Mikrofone auszutesten und dann war es mit dem Einheitlichen auch wieder dahin. Von dem her... Ja. Ist einfach, ja, und auch um einen Grund zu haben, hier mehrere Mikrofone rumzustehen haben. Ja, gut, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, das sieht dann einfach besser aus. Genau. Ja. Ja, also ein Studio mit mehr Mikrofonen sieht immer besser aus als ein Studio mit nur einem Mikrofon oder gar, wo nur so ein Headset irgendwo in der Ecke rumlungert. Also, das ist ja, das sieht ja nach nichts aus. Ich habe ja sogar auch hier so ein. Ich habe hier auch ein Großmembranmikrofon auf Klemmstativ, was ich eigentlich nie benutze, aber ich könnte es nicht abbauen, weil es gehört irgendwie hierhin, sonst habe ich überhaupt kein Gefühl, in einem Studio zu sein. Das ist auch nur ein Deko, glaube ich. So ungefähr wie unsere Gießkanne damals auf dem Kongress. Ich könnte auch in eine Gießkanne sprechen. Ja, okay, nein, wir kommen wieder zurück zu dir. Ich hänge meinen Gedanken nach, das ist nicht gut. Okay, du benutzt also verschiedene Mikrofone bei verschiedenen Anlässen, dann geht das aber in ein Interface oder in einen Rekorder. Bist du ein Rekorderaufnehmer oder liebst du es direkt in den Rechner zu sprechen? Ja, nee, bei Remote geht es ja gar nicht anders. Aha, du hast ja die Antwort schon gegeben. Genau. Sowohl als auch, also bei Kundenprojekten ist es dann auch vor Ort mit Recordern oder mit Interface, das ist unterschiedlich. Für mich, ja, ich habe ein Audio-Interface, früher so ein großes Ding, weil ich einfach ganz viele Rädchen und Schrauben und Schlitten haben wollte, Knöpfe etc. Ein großes Mischpult, mittlerweile ist ein relativ kompaktes, so, was ist das, Audio-Engine? Jetzt habe ich nebendran reingesprochen, Focusrite, genau, Scarlett-Dinger und halt mein Zoom H6, das ist so meine Lieblingsdinger, die ich nutze. Ja, der Zoom H6 ist ja wirklich das Brot- und Buttergerät. Bei meinem ist gestern die Batterieklappe abgebrochen. Also ich habe es hochgehoben, nachdem es monatelang hier als Interface gedient hat und dann ist einfach die Batterieklappe liegen geblieben. Das hat mich ein bisschen gewundert. Jetzt habe ich sehr dekorative Gummibänder darum gezerrt. Also das sieht jetzt schon ein bisschen sehr geküsst aus. Naja, es kann passieren. Mann, es ist gebraucht. Das ist doch schön, wenn man das sieht. Ja, es ist gebraucht. Es hat seine Spuren und es hat auch schon etliche Menschen und Stimmen aufgezeichnet. Das ist wohl wahr. Aber wir haben schon eine Menge erlebt, wir beide, ne? Ja. Oh, es leuchtet mich an. Das ist schön. Das ist immer ein gutes Zeichen, ja. Okay, genau. Verfolgen wir das Audio weiter. Also du hast in ein Mikrofon gesprochen, das je nach Bedarf gewählt wird. Du hast einen auch nach Situation angepasst, Rekorder oder ein Interface. Und dann geht das ja irgendwann mal in eine Form von Schnittsoftware. Was benutzt du denn da? Ich werde wahrscheinlich jetzt gelüncht, wenn ich sage GarageBand. Warum sollten wir dich lünchen dafür? Wenn das dein präferiertes Produkt ist? Ich bin ein extremes Gewohnheitstier und ich bin schon seit Jahren mich mit Reaper am rumschlagen, also mit Reaper mit hilf mir ganz kurz. Ultraschall, genau. Ich setze es immer mehr ein,
vor allem auch bei größeren Projekten etc., aber für meine täglichen Geschichten und die Dinge eben, das Umstellen, das muss ich noch schaffen. Und da ich eine relativ hohe Taktrate habe, und ein langsames Lernen, zögert sich das Ganze noch ein bisschen raus. Aber ich komme immer mehr auch in den Genuss von Ultraschall. Und es hat schon so seine großen Vorteile. Aber ja. Ja, entscheidend ist ja, dass am Ende was rauskommt, was für dich ein guter Workflow ist. Also man kann das ja beliebig kompliziert machen. Ja. Und ich kenne das sehr gut, ich kann das sehr gut nachvollziehen, zu sagen, also das ist etwas, was ich kenne, da weiß ich die Knöpfe blind. Also da muss ich gar nicht mehr nachdenken, was ich hier tue und alles, was neu ist. Also ich bin hier auch noch auf Ultraschall 3.1 unterwegs, weil das einfach funktioniert. Und ich habe auf dem anderen Rechner Ultraschall 4 und wenn ich das so angucke, dann denke ich, gestern habe ich damit was bearbeitet und habe einfach man kann zu dem von der Ultraschall-Crew ausgesuchten oder hergestellten Menü, kann man zusätzlich noch das vom Hersteller ursprüngliche Menü einblenden und tatsächlich habe ich das gemacht, weil ich einen Befehl brauchte, den die Experten da rausoperiert hatten. Den brauchte ich aber, weil nur so kannte ich mich aus. Also das war sehr witzig. Dass bei mir ist die ganze schöne Arbeit, die da reingesteckt haben, einfach torpediert, dass man sagt, nee, gib mir das Alte wieder. Das tut mir ein bisschen leid, aber es ist so. Bei mir war es die Version 4, die mich wieder draufgebracht hat. Also da bin ich wieder eingestiegen. Von dem her super. Passt das umgekehrt. Ja, ja und ja, halt teilweise auch auf dem iPad, dann sind es Ferrit-Geschichten zum Beispiel, also Ferrit, die Software, mit der schneide ich auch extrem gern, weil man da mit dem Stift arbeiten kann. Ah, die kenne ich gar nicht, aber ich habe auch keine, das ist dann Apple, ne? Das ist auf dem iPad, ja, iPad genau, gibt es leider Apple, genau. Für Android nicht, ich habe auch diverse Android-Tablets, aber da gibt es leider nichts so Schönes, Tolles dafür. Ihr könnt mir vorstellen, im Stift schneiden ist man relativ, kann man relativ schnell sein, ne? Weil man da sehr schnell dann da seine Auswahlen treffen kann. Jetzt wird wahrscheinlich jemand wie der Udo sagen, ja, das kann man doch alles mit Funktionstasten und so. Ja, bestimmt, hat er auch wieder nicht unrecht. Es geht einfacher als mit den Fingern, genau, auf dem Tablet. Ja, definitiv. Ja, und ja, nachher geht alles durch Auphonic durch. Ich liebe das. Früher haben wir alles mit 3, 4, 5 verschiedenen Tools gemacht, selber und rumgewürgt und noch mehr Stunden in die Post-Production gesteckt, seit es Auphonic gibt. Ich liebe das Tool. Lieben Gruß in Richtung Österreich. Vielen, 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 vielen Dank. Da schließe ich mich an. Also ich benutze das auch regelmäßig. Ich weiß, dass man inzwischen auch mit Ultraschall sowas machen kann, aber dafür braucht man gute Ohren und die habe ich nicht. Und daher bin ich sehr froh, dass das Experten einfach übernehmen und dann machen. Das und für mich halt das die ganze Verteilung nachher, dass ein Backup in mein OneDrive, nicht OneDrive, in Google Drive reingeschossen wird, in Dropbox, dass auf YouTube die Episode gleich publiziert wird, dass alles auf ein FTP geht etc. Halt diese Geschichten auch noch, sind Dinge, die ich nachher nicht mehr tun muss, nachdem ich den Knopf gedrückt habe. Und das ist schon sehr angenehm. Halt eben mein Workflow, den sich über die vielen Jahre eingebürgert hat. Bei mir führt das dazu, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich da eigentlich vor vielen Jahren mal eingestellt habe. Also, wenn ich das tatsächlich mal anfassen und ändern wollte, dann müsste ich mich wirklich zusammenreißen und überlegen, was ist denn jetzt wie eigentlich verdrahtet? Also, das ist der Nachteil. Also, es ist alles so schön fertig und, ja, funktioniert. Ich habe ja auch meine Handgriffe. Change a running system. Ja, es ist wirklich zum Schreien. Na gut, also dann hast du gerade schon gesagt, wie du veröffentlichst. Habe ich das rausgehört? Ich glaube, ja. Also eben, ja. Und alles selber gehostet. Selber gehostet. Genau. Ja, da sieht man den Nerd im Geek, dass er das dann auch noch selber hosten möchte. Hast du das jemals verflucht, dass du gesagt hast, oh, jetzt habe ich hier auch noch das Ding am Hals und muss das auch noch irgendwie immer updaten und so weiter. Hätte ich mich doch irgendwo bei einem Dienstleister eingekauft?
Also ich habe Kundenprojekte auf Podigee und ich bin froh, dass es diesen Dienst gibt, auf jeden Fall. Ja, ich verfluche es regelmäßig dann, wenn die Technik nicht funktioniert, wenn irgendwo sich irgendein komischen Satzzeichen oder irgendwelche Zeichen sich in die Shownotes eingeschlichen haben, wo es dann im RSS klemmt, wo es nicht rausgeht, wo es dann bei gewissen Podcatchern ankommt, bei anderen nicht. Also RSS-Feeds auseinandernehmen. Ich meine, früher haben wir die noch handgeschrieben, handgeklöppelt. Da bin ich auch schon ganz weit weg. Für das liebe ich die Plugins, die es so gibt. Aber es ist halt überall das Gleiche. Wenn du selber hostest, bist du auch verantwortlich für, in unserem Fall jetzt WordPress, was wir halt nutzen, wie so viele. Da gibt es schon regelmäßig, dass da wieder mal das eine Projekt gehackt wird, dass da irgendwas ist, dass ein Plugin hängt, dass ein Plugin die ganze Instanz verschießt. Ja, es gibt viel Ärger, aber auch mir sehr viel Freiheit. Ich bin ein großer Gegner oder ja, ein großer Nicht-Freund von Spotify und was die so alles verbrechen in der Podcast-Welt. Auch vieles Gutes machen, um das Podcast nach draußen zu tragen, ja. Aber halt, ja. Ich glaube, ich sage nicht mehr, sonst mache ich mir keine Freunde. Ach, das ist ja, es ist ein umstrittenes Thema. Früher haben wir da ja auch heiß drüber diskutiert, aber ich glaube, inzwischen ist das so ein bisschen ruhiger geworden. Die einen mögen es so, die anderen so. Viele, die jetzt einfach auf den fahrenden Podcast-Zug aufspringen, die wollen sich ja gar nicht mit der Technik auseinandersetzen. Die haben das Inhaltliche vor Augen. Also die wollen halt irgendwie ihr Produkt bewerben oder ihre Idee in die Welt tragen und habe aber keine Lust, da jetzt einen Server zu administrieren. Und da finde ich es völlig in Ordnung, dass man dann sagt, ja gut, dann nehme ich halt das, was da ist, mit all den Einschränkungen. Also wie weit kann ich das dann selber kontrollieren? Bin ich da quasi nur Beifahrer? Und wenn die halt irgendwelche Firmenentscheidungen treffen, die mir nicht gefallen, hänge ich trotzdem mit drin. Mit dem Risiko lebe ich halt oder so. Das muss sich jeder halt selber angucken. Ich glaube, da gibt es keinen absolut richtig oder absolut falsch. Das ist halt so. muss jeder für sich selber entscheiden, will man Herr über seine Dinge sein oder ergibt man sich dem, was da ist, mit eben genanntem Risiko. Ich meine, WhatsApp, Instagram, 7 Stunden waren sie weg. Da brach für viele Menschen das Leben zusammen. Ja. Ich kann immer noch sagen, ich habe meinen Server selber kaputt gemacht. Aber der steht nicht bei dir in der Küche, ne? Den hast du wahrscheinlich auch irgendwo gehostet. Nicht mehr, ja. Ja, weil also dann bist du ja auch da bist du dann auch wieder abhängig von anderen. Wenn die dann da was falsch verdrahten, dann bist du auch wieder. Aber das ist eine Logisch, Ebene aber das weniger, ist, natürlich. Genau, und vor allem eben, ich habe die Daten, wenn irgendwas da ist, ich kann sie, ich habe sie schon draußen, Backup, ich gehe irgendwo anders hin. Und sollte es sowas geben, dann weiß ich ganz genau, ich werde Richtung Podigee gehen und mein Zeugs da reinmachen, dann machen es die Profis. Ja, super. Ich wurde gerade schon von der Seitenlinie so ein bisschen gestupst. Weil wir haben uns, das vielleicht mal für die Hörenden, wir haben uns heute überlegt, versuchen mal, uns zeitlich zu begrenzen, dass wir hier nicht immer so ganz, ganz lange machen, weil wir alle so ein bisschen an der Energiegrenze im Moment unterwegs sind, warum auch immer. Also ich weiß nicht warum, ich habe auch das Gefühl, dass mir die Energie nicht mehr so zur Verfügung steht. Wir wollen ein bisschen kürzer machen. Deswegen muss auch das Gespräch auf der Gartenbank natürlich ein bisschen kürzer werden, weil wir ja noch hinten raus den Kalender und so ein bisschen Blütenschätze und so weiter haben. Deshalb komme ich jetzt schon zur letzten Frage, nämlich an den Martin, weil wir ja eingestiegen sind mit der Schweizer Podcast-Szene sozusagen. Gibt es so etwas wie die Schweizer Podcast-Szene? Seid ihr Schweizer Podcaster und Podcasterinnen irgendwie vernetzt? Gibt es regelmäßige Treffen, online, offline. Hier in Deutschland kenne ich das sowas wie Subscribe, wo die Menschen zusammengerufen worden sind, ist auch jetzt seit Monaten, Jahren fast nicht mehr so aktiv, diese Szene. Gibt es so etwas Vergleichbares in der Schweiz? Triffst du dich mit Freunden, also mit Podcast-Freunden? Vergleichbar, also man muss immer sehen, die Schweiz ist doch ein bisschen kleiner als Deutschland und somit natürlich auch die Community dahinter.
Aber ja, das ist auch der Grund, weshalb ich euch angeschrieben habe. Wir haben etwas um die 500 bis 1000 Podcast-Formate hier in der Schweiz. Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, alle möglichen Sprachen, Türkisch etc. Ein sehr, also ja, für die Schweiz halt eine große Zahl, würde ich behaupten. Ja, ja, das ging schon gut. Ja, ja. Und es gibt den Podcast-Club, da gab es früher regionale, also Treffen in Zürich vor Ort. Das Ganze hat sich natürlich durch Corona offline verschoben. Langsam geht es wieder ins Online, ins Offline, jetzt habe ich ein Durcheinander. Neu ist man am regionale Treffen aufziehen, Basel und Bern ist aktuell angedacht und verschiedene andere Geschichten, um sich eben besser zu vernetzen, besser auszutauschen, mehr auszutauschen etc. Und der Club hat auch einen eigenen Podcast, wo dann eben über die Schweizer Podcast-Szene berichtet wird, unter anderem. Und ja, ich würde schon sagen, eine stetig wachsende, funktionierende Szene, die sich zusammenfindet, immer mehr. Ja. Wie heißt denn der Podcast vom Podcast-Club? Schon gehört, auf Hochdeutsch. Ah, ja. Da müsste man ja dann vielleicht auch mal reingucken. Wobei, du darfst nicht davon ausgehen, dass dieser Sendegarten hier ein redaktionell gestaltetes Medium ist, was jetzt versucht, ernsthaft den Begriff Podcast abzubilden. Das haben wir uns vor einiger Zeit, den Zahn haben wir uns vor einiger Zeit gezogen. Also es gab da mal so Entwicklungen, die haben mich auch nach vorne getrieben, wo ich dann gesagt habe, das können wir ja gar nicht leisten hier. Was wir hier besprechen, Menschen, die wir einladen, das ist alles Zufall. Oder wie du, dass man dann sagt, hier, ich bin auch noch da und ich möchte auch mal wahrgenommen werden und dass wir dann sagen, ja gerne, komm doch vorbei, erzähl mal von dir. Also es ist das Verständnis, also es ist nicht ein redaktioneller Gedanke zu sagen, von den deutschsprachigen Podcast-Angeboten, da lassen wir die Schweiz jetzt einfach mal außen vor oder so. Das interessiert uns nicht. Es gibt da keine, so eine Entscheidung gibt es überhaupt nicht. Also nicht, bitte das habe ich schon vermutet. Und ihr habt ja auch Vertretung aus beiden Ländern, somit ist ja logisch, dass aus Österreich und aus Deutschland Dinge reingetragen werden. Da fehlt euch dann alter Schweizer in dem Sinn. Ja. Genau. Irgendwie, vielleicht. Oder auch nicht, wie man es dann nimmt. Ja. Ja, das, ich verstehe schon, dass man das. Was machen die da? Das ist ja ganz uninteressant, damit haben wir nichts zu tun. Immerhin haben wir ja die gemeinsame Sprache, die uns trennt. Von daher könnte man ja trotzdem versuchen zuzuhören, was andere sagen. Also ich finde das schön, diesen Schok gehört. Ich glaube, da müsste ich doch mal ein Abo drauf machen. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner da auch abgreifen. So wie dich zum Beispiel. Es ist in Schweizerdeutsch, aber versteht man. Wir haben auch ein Format, Wortsalat, wo wir früher Hochdeutsch gemacht haben, mittlerweile Schweizerdeutsch. Wir haben etliche deutsche Zuhörer. Das Einzige, was wir da als Feedback bekommen, ist, dass wir gerne ein bisschen langsamer sprechen sollten, dass es dann doch klappt mit dem Verstehen. Ach so, das sagen aber dann die Basler wahrscheinlich. Nee, also deutsche Zuhörer. Ja, nein, ich wollte in die Klischeekiste greifen, Entschuldigung, ich sollte es lassen. Vor allen Dingen, wenn ich mich überhaupt nicht auskenne. Man hat mir mal gesagt, oder waren es die Berner? Irgendeiner von den, nee, die Berner sind so langsam, war das so rum? Ich weiß nicht. Das sind egal. Die Berner, ja, genau. Okay, die Berner sagen, sprich nicht so schnell. Also ich habe das aber letztens auch mal ausprobiert, da hat mir jemand so schnell gesprochen, da habe ich dann den Podcast auf 0,75 gestellt. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das geht auch. Das war aber dann so langsam, dass es selbst mich genervt hat. Das konnte ich auch nicht ertragen. Das war eine interessante Erfahrung. Definitiv, ja. Okay, gut. Also um unserem Ziel, 2 Stunden gerecht zu werden, wir haben jetzt noch 40 Minuten auf der Uhr und wir haben ja noch ein bisschen Programm, bringe ich dieses Gartengespräch, Gartenbankgespräch jetzt tatsächlich zum Ende. Es fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, fühlt sich auch ganz komisch an, aber ich hoffe, du verstehst und bist einfach weiter im Gespräch mit uns, wenn wir jetzt hier zu den anderen Themen kommen und vielleicht hängen wir einfach hinten dran nochmal ein bisschen Plauderei dran, weil
wir müssen erstmal gucken, dass wir das andere durchkriegen. Ich danke dir schon mal bis hierhin sehr herzlich für das Aufmerksammachen auf dich und das Gespräch, was wir gerade geführt haben. Wunderbar. Danke dir. Und ganz klein, shameless self-promotion, podcatcher.ch, da schreibe ich über Podcatcher, die eben genau solche Dinge können mit langsamer Abspielen und solche Geschichten. Ah, ja, das ist gut zu wissen. Siehst du? Genau. Podcatcher.ch. Genau, oder .org, falls Deutsche nicht gerne .ch eingeben. Warum soll das? Das habe ich gehört. Ehrlich? Soll vorkommen, ja. Aber ja, mach dir die weiter. Die Welt ist ein Dorf und dann hat man, dann will man nicht, das verstehe ich nicht, keine Ahnung. Okay, ich kann ja auch nicht in jeden Kopf reingucken und ihr auch nicht in meinen. Sehr gut. So, haben wir denn überhaupt was im Querbeet? Da fragen wir jetzt mal nach. Wir kommen mal ins Querbeet. Querbeet ist die Technikecke. Da ist ja der Martin eigentlich genau richtig und könnte was mitbringen, was gerade vielleicht ganz neu ist, aber vielleicht hat ja auch der Sebastian oder der Lars oder die Vera irgendwas. Ich habe nichts. Habt ihr was für die Technikecke? Nee, ich habe eigentlich auch nichts. Ich auch nicht. Ich habe ein hochtechnisches Nö. Ja, sag ja, mal. Mensch. Na gut. Habt ihr keine Führerschein-App oder irgendwas, was ihr vielleicht promoten wollt? Ich weiß nicht, hat einer von euch vielleicht schon die neue Logbuch-Netzpolitik-Folge gehört, wo Linus und Tim sich über die EDV-Projekte, also EDV, IT-Projekte heißt das ja heute, der Bundesregierung auslassen? Es war wirklich stellenweise so, dass ich gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein. Es ist wirklich, wenn Linus das pointiert zusammenstellt, da fallen mir echt die Kinnladen runter und ich denke, warum? Warum ist das so, wie es ist? Wir wissen alle, dass in der Technik eine Menge Gutes steckt, wenn man es vernünftig anwendet. Und keep it simple ist ein gutes Prinzip. Und halt es auch irgendwie, sagen wir mal, austauschbar. Und dann werden da proprietäre Sachen gebastelt, die wohl das eine nicht zum anderen passt und keiner weiß vom anderen, dass irgendwas existiert und es wird alles durcheinander geworfen. Das war wirklich eine Folge zum Staunen und zum Kopfschütteln. Na gut. Ja, bitte. Eine nicht technische Sache, ich weiß nicht, Lars, hast du das mit dem Kongress gleich im Kalender oder? Nein, ich habe dazu noch gar nichts. Okay, dann können wir das vielleicht, ist eigentlich auch keine große News, außer dass der quasi der Chaos Communication Kongress dieses Jahr nicht vor Ort stattfinden wird. Ja, ich denke, es wird unter Umständen wieder eine Ersatzveranstaltung geben, aber da ist noch nichts zu bekannt öffentlich. Ja. Genau, das wurde auch in der Episode unter anderem gesagt. Also insofern ist die Verknüpfung sehr gut. Ja, also kein Kongress in Leipzig. Es wurde gesagt, dass es vielleicht lokal irgendwo das eine oder andere kleine gibt. So, so weiß ich, aber habe ich nicht ganz verstanden, was da gemeint ist. Die einzelnen Airfars, ob die da was bauen. Lassen wir uns überraschen, genau. Überraschen lassen wir uns jetzt auch mit dem Blühkalender. Der Lars hat wieder die neuesten Termine im Podcastland zusammengetragen und dann gucken wir mal, was es da so gibt. Der Blühkalender, bitte. Corona ist immer noch da, aber die einen trauen sich jetzt dann doch schon Präsenzveranstaltungen zu. Gibt es da mehr jetzt als beim letzten Mal, Lars? Jein, aber schauen wir doch einfach mal rein. Ich habe mich im Sendegate umgeguckt heute am frühen Abend und habe mal die Termine der nächsten 3 Monate wieder aufgeschrieben. Da gibt es nämlich einen Termin-Wiki, da steht einiges drin. Los geht's dieses Mal mit dem Radio Days Europe. Die gibt es vom 9. bis zum 11. Oktober und das ist dieses Mal eine Veranstaltung, die sowohl
vor Ort in Lissabon, aber auch als Remote-Event stattfindet. Die Radio Days Europe bezeichnen sich selbst als jährliche Konferenz für Radiofachleute, als Treffpunkt der europäischen Rundfunkindustrie sowie der privaten, sowohl der privaten als auch der öffentlichen und als Ziel für Radiomacher aus der ganzen Welt. Naja, wer sich da mal umschauen möchte, weitere Infos gibt's unter radiodayseurope.com. Am 15. Oktober gibt es das Podcast Meetup München. Da konnte ich bislang noch keine weiteren Infos zu finden. Wahrscheinlich kann man da am besten mal einfach die Website unter podcast-muc.de im Auge behalten. Vom 23. bis zum 25. Oktober gibt es das Podfest Berlin. Das möchte ein Raum sein, damit Hörende und Podcastende sich treffen können. Dazu soll es Live-Podcasting geben. Weitere Infos gibt es hier unter podfestberlin.com. Am 15. November gibt es wieder ein Podcast-Meetup München und auch hier kann man sich am besten mit den weiteren für die weiteren Infos beim Veranstalter aktuell halten. Ich wiederhole nochmal die Webseite podcast-muc.de. Am 20. November gibt es dann wieder ein Funheim, dieses Mal als Weihnachtsfeier. Los geht's mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Teamspeak-Server der PodWG im Channel Funheim. Große Überraschung. Ab 20 Uhr wird dann in Big Blue Button gewichtelt. Es folgt dann ein Spieleabend. Infos übers Funheim gibt's immer unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Und am 15. Dezember, man merkt ein Muster, jeweils am 15. eines Monats, da soll dann wieder ein Podcast Meetup München sein und auch da podcast-muc.de für die weiteren Infos. Wie gesagt, aktuell habe ich da noch nichts weiter zu Einzelveranstaltungen gefunden, aber ich vermute mal, das wird dann noch eingebaut. Tja, ich habe jetzt einiges an URLs mit vorgelesen. Im Terminwiki gibt es die natürlich auch zum Anklicken als Link. Da kann man also mal genauer schauen. Und da es ein Wiki ist, ist es offen für weitere Einträge. Und wenn hier mal was auftauchen soll, dort eintragen. Ich übernehme das dann mit hier rüber. Ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Kann dafür. Ich noch was nachtragen? Nein. Einspruchszeit ist abgelaufen. Natürlich, her damit. Zum Wichteln. Man kann sich beim Funheim-Wichteln noch anmelden. Den Link sucht bestimmt schon irgendwer raus. Vielleicht kommt er gleich im Chat an. Und dann also man kann sich anmelden. Bei Twitter wurde der Link auch geteilt vom Funheim-Account. Also wer Bock hat mit zu wichteln, bitte alle kommen. So. Irgendwas mit CH am Ende? Irgendwas mit CH am Ende. Nein, ich weiß nicht. Es ist irgendwie weihnachtswichtel.de oder irgendwie sowas. Es kommt der Link nicht. Ich prangere das an. Also sowas. Guck mal, es ist der Sascha. Ja. Der Sascha ist da und der Lars ist und da. Lars. Und Inga, die und den Link. Ah, da ist er. Wichtelomat war es, genau. Genau. Wichtelomat.de. Jetzt aber. Jetzt wird der Chat geflutet. Ja, danke. Okay. Genau, also anmelden und je mehr, desto besser, finde ich. Das Prinzip Wichteln bedeutet, man schlüpft dann in die Rolle eines anderen Angebotes, wohl? So ist immer noch so, oder? Es werden sich gegenseitig Menschen zugelost, die man beschenkt mit, und wir haben gesagt, 10 Euro, wer darüber hinausgehen will, kann das gern tun, aber so 10 Euro Limit an Geschenken und dann werden sich die bis zum 14. Die werden sich dann zugeschickt. Ich war auf dem falschen Dampfer. Wie hieß das denn früher, wo man dann so getan hat, als wenn man der Schasen wäre? Pottwichteln. Aha, das ist es nicht. Ach, Pottwichteln ist es nicht. Nee, das ist tatsächlich so dieses richtige Wichteln, wo man sich Geschenke zuschustert. Ich bin gerade ausgesprochen amüsiert. Die Veranstaltung, wo alle so tun, als ob man der Schasen wäre. Ich stelle mir so vor, dass alle, die da teilnehmen, so tun, als wären sie Jörn. Ich bin Wir der Schasen. Wir sind Jörn Schaar und du bist es nicht. Oh, es wird im Chat schon von einem Menschen, der sich Jörn Schaar oder Schasen nennt, es richtig gestellt. Ich bin der Schasen und ihr seid es nicht. Naja. Das also, naja.
Okay. Was der Lars aber gerade sagte, diese Termin-Wiki im Sendegate ist offen. Da kann also jede und jeder hineinschreiben. Auch der Podcast-Club aus der Schweiz. Auch vielleicht als Anregung an dich, Martin. Also wenn die Schweizer Kolleginnen und Kollegen Termine haben, sich in Zürich treffen oder in Basel oder Bern oder wo auch immer, das wäre doch toll, wenn das auch da drin stehen würde. Dann könnten wir auch darüber reden. Also dann, das ist ne, die allereinfachste Möglichkeit, uns auch sozusagen zu animieren, über Schweizer Angebote zu reden. Ich werde das im Event-Team weitergeben. Gerne. Oh ja, bitte. Das wäre doch super. Ich sehe, das ist der Beginn einer langen Freundschaft. Sehr gut. Schön. Gut. Kommen wir aus den Terminen raus und kommen wir in die Setzlinge, die aber diesmal wahrscheinlich nicht im Plural, sondern eher im Singular auftauchen. Aber gut, Setzlinge. So, und da hat uns die Vera was mitgebracht. Ach ja, stimmt. Ach ja, ja. Da war ja was, ja. Du bist die Vera und du hast auch was an Setzlinge mitgebracht. Erzähl doch mal, was hast du gefunden? Den Setzling habe ich mitgebracht, Moment, den Kanzlercast. Vom BR war der, kam jetzt raus kurz vor der Bundestagswahl, wo ja alle unsere Kanzler plus Angela Merkel nochmal so ja, durchgesprochen worden sind, was so ihre größten Errungenschaften oder wie auch immer waren. Also jetzt nicht so wirklich das Schaffen von vorne bis hinten, sondern die haben sich so halt einen Teil der Kanzlerschaft halt rausgesucht, der sie halt besonders hervorgehoben hat. Und dann natürlich ein bisschen dann doch noch ein bisschen erzählt über die Zeit von damals. Und ja, also ich fand den sehr, sehr schön. Ich habe den, glaube ich, innerhalb von, ich muss überlegen, ich glaube 2 oder 3 Tagen durchgehört. Ja, ich fand ihn echt gut. Das ist ein Angebot von einem öffentlich-rechtlichen Sender, wenn vom BR, vom Bayerischen Rundfunk, genau. Mhm. Ja, also, aber ich finde es tatsächlich sehr gut das gemacht. Das ist nicht schlimm. Das war nur eine Information, es war keine Wertung. Genau. Also natürlich, selbst die Radioprofis können schöne Podcasts machen. Ja, ich kenne da so einen aus dem hohen Norden. Grüße gehen raus an den Herrn Schasen, der ich ja nicht bin, aber der ich vielleicht gerne wäre. Ah, so. Nein, also gar keine Frage. Das ist ja auch okay, dass man auf solche Angebote aufmerksam macht. Ich überlege gerade, 7 Kanzlerinnen und Kanzler, das ist, also eigentlich müsste man die ja noch alle nennen können, ne? Also, aber wenn da steht, also Adenauer bis Merkel und dann ist vielleicht noch Schröder, aber dann wird es auch, Kohl und Schmidt, war Schmidt mal Kanzler? Oh Gott. Schmidt war Kanzler, was? Genau. Dann doch, natürlich war er ja auch mal. Kiesinger, den vergisst man immer. Und, oh Gott, Ludwig, wie hieß der denn, der andere, der Wirtschaftswundertyp, der halt, ne? Ludwig? Warte. Nee, Ludwig, Erhard? Also ich, Geschichte kann ich ungefähr so gut wie Erdkunde und das kann ich alles noch viel schlechter als Chemie und das kann ich schon nicht. Also ich sollte mich zurückhalten. Und dann gibt es noch eine Sonderfolge über den Scheel. Der war ja auch mal 10 Tage Bundeskanzler. 10 Tage Bundeskanzler? In irgendeiner Übergangsphase, als, Brandt zurückgetreten ist und dann Schmidt. Ach, ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Also 7 ist eigentlich eine überschaubare Anzahl und trotzdem kriegt man es nicht hin. Das ist wirklich vergriffen. Nach dem Rücktritt von Brandt war das. Brandt war es, genau. Für ungefähr eine Woche im Mai. Ja, 10 Tage genau. Und er hat in den 10 Tagen genau nichts gemacht. Naja, das hätte ich auch an seiner Stelle. Ja. Bloß nichts anfassen. Geht alles nur kaputt. Nee, also es ist, wie gesagt, sehr, sehr schön und kurzweilig alles und Mit einem wunderbaren Namen. Kanzlercast.
Mhm. Ja, ich meine, normalerweise ist ja alles, was Cast im Namen hat, ist ja schon so, aber Kanzler-Cast mit dieser Alliteration, toll. Ne? Von Adenauer bis Merkel, von A bis Z, nicht ganz. Bis Merkel 100? Was soll das denn? In der URL steht Merkel 100. Warum auch immer. Okay. Das neue Überschriften lesen, die URL lesen, gut. Ja. Wir lesen URLs vor. Das habe ich letztes Mal auch schon versucht. Und da ist Claudia allerdings nicht mitgekommen. Sie hatte ja irgendwas. Nee, am vorletzten Mal war das. Das war eine sehr denkwürdige Situation, ja. Ja. Da ging es um den, was war das denn noch? Fertigungstechnisch Podcast. Der hatte so eine absurd lange URL, bis irgendwo mal die Folge kam. Das war so lustig. Genau. Ja, danke schön, Vera, für diesen Setzling. Also den Kanzlercast vom Bayerischen Rundfunk über unsere Kanzlerinnen und Kanzler. Also eigentlich haben wir nur eine Kanzlerin gehabt. Mhm. Und die Chancen, dass wir eine neue bekommen, sind nicht so hoch, fürchte ich. Naja. Hauptsache, es ist ein Mensch, der das mit Sinn und Verstand macht. Ob Mann oder Frau, ist doch ganz egal. Eigentlich. So, hat sonst noch jemand spontan ein Setzling? Martin, hast du vielleicht irgendwas aus deiner Pipeline, von dem du sagst, das ist neu, das würde ich hier gerne mal unter die Menschen bringen? Ein Podcast? Nein. Mein Podcatcher ist sonst sehr voll mit aktuellem, was ich schon lange höre. Aber Neues? Weniger. Nein. Ich blätter jetzt gerade zeitgleich durch, deshalb das Stocken. Kein Problem. Fühl dich jetzt nicht irgendwie in die Enge gedrängt. Das war nur eine freundliche Frage. Ich bekomme gerade. Ganz nett, ja. Ich lese gerade im Chat, wir wollen ja, der Hörer, wer war es denn, hat doch uns aufmerksam gemacht. Der Holger hat gesagt, wir sollen den Chat nicht so ignorieren. Also eigentlich hat er nur gesagt, wenn ihr was aus dem Chat zitiert, dann nennt es auch, dass ich verstehen kann. Aber deswegen versuche ich heute immer mehr ein bisschen auf den Chat zu gucken. Und der schon mehrfach erwähnte Schasen, also die schönste Stimme aus dem Norden, hat das Merkel 100 gerade aufgeklärt. Merkel 100 hat mit dem CMS, also mit dem Content Management System zu tun. Das heißt Sophora. Und wenn man dort einen Artikel anlegt, dann muss der einen ID-Stamm haben. Hier ist das Merkel. Gibt es den in dem Bereich, wo der Artikel veröffentlicht wird, noch nicht, bekommt er die Nummer 100. Danach wird hochgezählt. Aha, Merkel 100 ist also ein technisch bedingter Name. Jetzt haben wir das auch noch geklärt. Herzlichen Dank. Ihr seid es nicht, hat den Raum betreten. Jetzt ist wieder einiges los hier im Chat. Schasen 100 hat den Raum betreten. Genau, Jandalf, genau deine Idee. Jandalf schreibt, ich dachte eher an Merkel für 100 als Jeopardy. Genau, da habe ich auch gedacht. Ich nehme Merkel 100. Genau. Was ist ihre berühmte Fingerhaltung? Das Dreieck, das Viereck oder die Raute? Ach nee, Jeopardy ist ja anders, ne? Dann sage ich Raute und dann müsst ihr fragen, was ist ihre berühmte Handhaltung? So müsste es gehen. Ach, werde ich nie lernen. Gut, okay. Also, vielen, vielen Dank. Super Chat. Auch das bekommst du für deinen Rundfunkbeitrag. Ja, sehr gut. Diese Querfinanzierung gefällt mir. So, dann kommen wir weiter nach den Setzlingen und wir haben ja keine weiteren. Also nach dem Setzling, Kanzlercast, kommen wir jetzt zu den Blütenschätzen, wo wir was uns selber so zugelaufen ist, hier vorstellen. Blütenschätze bitte. Jo, und da bin ich jetzt aber neugierig, ob wir die nächsten 20 Minuten mit Blütenschätzen vollkriegen. Jetzt aber. Vera, hast du was gelesen, gehört, gesehen, auf der Straße aufgeschnappt? Also den heutigen Blütenschatz habe ich heute erlebt. Ich bin heute mal wieder an der mit dem Zug durchs Mittelrheintal gefahren und das ist immer so eine schöne Zugstrecke und genau, es ist so schön. An der Lorelei vorbei und die ganze Zeit
die Weinberge und die Burgen und die kleinen Städtchen und der Rhein. Es ist schön. Ah. Ja. Das und dann auch noch bei Sonnenschein und blauem Himmel. Ja. Also es war heute wirklich sehr, sehr so wie in so einem Heimatfilm aus den 50ern. So, ja. So sah das heute aus, als ich aus dem Fenster geguckt habe im Zug. Das war schön. Ach, also schön, immer wieder schön. Ja, genau. Und das ist doch ein schöner Blütenschatz, finde ich. Auf jeden Fall. Eine Reise durchs Rheintal. Sehr schön. Ich hätte ja jetzt gedacht, dein Blütenschatz diese Woche wäre den Termin der Sprengung dieser komischen Brücke nee, da. Wie das hieß, hebe ich Salz, mir auf, Salz? Wenn die Salzbachtalbrücke so. Gesprengt ist, das ist auch noch ein, das wird mein Blütenschatz sein, aber sowas von. Dann werde ich das Video von der Sprengung, das ist dann mein Blütenschatz, ja. Blütenschatz also extra, super spezial. Genau. Mit 30 Ausrufezeichen, ja. Ja. Dass unser Ding endlich weg ist, ja. Ja, und dann dauert es noch 6 Wochen, habe ich jetzt heute gelesen, bis die Züge dann endlich wieder fahren. Yippie. Oh no. Naja. Also, ja, Anfang nächsten Jahres, wie ich immer gesagt habe. Naja. Ja, ja. Ich habe jetzt letztens irgendwo ein Video gesehen, da stand noch ein Brückenkontroll-LKW, der stand irgendwie oben drauf und da wusste man gar nicht, was man mit dem machen konnte. Ja, der ist inzwischen tatsächlich von einem Kran runtergehoben worden, ja. Nachdem die Brücke ja erstmal gesichert werden musste, damit man dran arbeiten kann und den LKW runterheben kann und damit sie dann halt gesprengt wird. Ja. Es gab wohl auch die Idee, die Brücke mit dem LKW drauf zu sprengen, also quasi den LKW mit aufzugeben. Aber das hat man dann verhindert. Ne? Der tat mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Ja, weil das war sein erster Einsatz. Das ist wirklich, der LKW wurde da draufgestellt. Der war irgendwie 4 Tage alt oder so und dann ist die Brücke eingestürzt. Oh ja. Gott. Oh. Der kostet 500.000 Euro, dieser LKW. Und deswegen haben sie den dann doch runtergeholt, ja. Ja, der ist auch, also jetzt haben auch viele, fanden das sehr traurig, dass der LKW dann wieder weg ist jetzt, weil es war schon so eine kleine Berühmtheit in Wiesbaden. Ja, wie niedlich. Ja. Also im Chat Sendegarten vor Ort Sonderfolge Brückensprengung schlägt der Sascha vor. Ja, genau. Das Problem ist, habe ich heute noch gelesen, weil ich wollte mir ja einen schönen Platz suchen und zugucken, dass alle Plätze, wo man zugucken könnte, wohl gesperrt werden. Irgendwie haben sie jetzt beschlossen, damit sich nicht so viele Menschen auf einmal... Live-Video. Ja, genau. Also auf jeden Fall werde ich den Link teilen und ja, vielleicht wirklich auch sogar irgendwie so eine Jitsi-Runde aufmachen oder so. Oder hier, wie heißt es denn? SideTube, irgendwie sowas, dass wir es alle zusammen gucken. Konspirative Brückensprengung. Genau. Wir machen das einfach einen Tag vorher. Ja, also ich habe Urlaub an dem, also frei an dem Wochenende, wenn das ist und dann werde ich, glaube ich, wirklich am 6. November. Wenn es regnet, wenn es ein Starkregenereignis oder Nebel gibt, dann am 7.11. Finde ich sehr gut. Weil das Dynamit dann im Nebel nicht sehen kann. Oder ja, bei schlechtem Wetter wird es verschoben, keine Ahnung, was das naja, gut, haben sie heute dann. Naja. Also, es gibt Sicherheitsgründe, genau. Naja, wenn du dann evakuieren musst, dann ist schon ganz gut, dass man Blick auf das Feld hat. Sonst das Tolle ist, direkt neben der Brücke ist die Kläranlage von Wiesbaden. Wenn die einen Schaden kriegt, dann haben wir noch ein größeres Problem. Dann ist die Kacke am Dampfen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Oh Gott. Es ist alles sehr absurd. Also ich warte nur darauf. Naja, mal gucken. Aber was mich hier wirklich freut, ist, dass du das Ganze inzwischen mit Humor nehmen kannst, offenbar. Ja. Also du bist drüber weg, ne? Ja, ich muss sagen, der Schienenersatzverkehr läuft wirklich gut. Also zumindest zu den Zeiten, wenn ich unterwegs bin. Im Berufsverkehr möchte ich da jetzt nicht drin stecken, aber so mittags, frühmorgens oder nachts, abends ist es echt gut.
Aber du musst also nach wie vor deutlich früher aus dem Haus gehen, um dieselbe Strecke zurückzulegen. Genau, ich muss eine halbe Stunde früher aufstehen als sonst, genau. Aber es fahren immer zwei Busse und die meisten Leute steigen immer in den ersten Bus und ich steige dann immer in den zweiten und habe dann auch manchmal den langen Ziehharmonika-Bus einfach für mich komplett allein. Och. Weil alle anderen im vordersten Bus sitzen. Das ist schön. Also Riesenlimousine. Ja. 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 Ich brauche kein Auto, ich lasse fahren. Ja, genau das. Mhm. Schön, sehr schön. Ja. Okay, genau. Aber die Tour, die Bahnfahrt durch das Rheintal, das ist jetzt dein Blütenschatz für heute. Genau. Sehr schön. Lars, hast du auch einen Blütenschatz? Ich habe lange und intensiv nachgedacht und kann mit einem entschiedenen Jein antworten. So schön. Aus der Podcast-Szene. Ich habe zwar jetzt in der letzten Zeit relativ viel hören können, aber damit nicht immer die gleichen Podcast-Projekte genannt werden von mir, überspringe ich das einfach. Mein kleiner Blütenschatz ist also das, wobei ich die Podcasts gehört habe. Ich habe im Keller einen Raum fertig gemacht und habe jetzt eine Werkstatt, beziehungsweise wir haben jetzt eine Werkstatt. Das freut mich. Wollte ich immer mal haben. Ist mein Blütenschatz diese Woche. Ich durfte da ein Foto sehen und da steht ein Mischpult drin. Das hat mich am meisten gewundert. Da unten teste ich eben Dinge und mit einem der Tests konnte ich das Mischpult da unten brauchen, ja. Ah. Also es ist keine Werkstatt für Audioformate, sondern es ist wirklich so eine Werkstatt für Löten, Sägen, Schrauben und genau, so weiter. Genau. Und das Foto, wo du das Mischpult gesehen hast, da habe ich tatsächlich etwas getestet. An einem Bastelprojekt. Okay. Ja, da stand ja auch ein Lötkolben daneben. Da habe ich schon gedacht, oh, er wird doch nicht mit dem Lötkolben da drin. Aber nicht in diesem Mischpult, nein. Da ist doch Garantie drauf. Ja, aber andererseits, du weißt ja, was du tust. Das ist ja dein Vorteil. Garantie wird überbewertet. Och. Ach, ist doch schon ganz schön, wenn es dann kaputt ist und man sagt einfach hier kaputt, schickt es ein und bekommt dann ja, eine Garantieablehnung mit der Begründung Fremdeingriff. Sie haben den Aufkleber abgeknibbelt. Ja. Das bedeutet keine Garantie mehr. Mhm. Ja, aber ja. Sie haben das Paket geöffnet. Dieses Räumchen da unten ist mein Blütenschatz. Schön, das ist doch schön. Dass man da jetzt sitzen kann und Dinge tun kann, ist wunderbar. Super, super. Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz? Hast du auch eine Werkstatt? Ja, aber die ist schon älter. Ansonsten habe ich eigentlich keinen neuen frischen Blütenschatz. Okay. Auch nicht das Ergebnis eurer Renovierung? So? Die ist ja noch im vollen Gange insofern. Ah, ist ja noch im vollen Gange. Gut, dann hat es noch nicht den Reifezustand. Okay, nicht vorgreifen. Genauso wenig wie bei der Salzbach-Talbrücke. Warten wir das ab. Können ja auch ein Live-Event zu machen. Okay, dann nicht. Ist ja auch völlig okay. Martin, kennst du das Prinzip? Hast du ja jetzt verstanden, ne? Also es sind Dinge, die irgendwie passiert sind, natürlich vorwiegend aus dem Podcastland, aber wir haben das ganz weit geöffnet. Irgendwas, was dich beeindruckt hat in den letzten Tagen. Hast du irgendwas? Ich würde jetzt gerne von einem neuen Gadget, über das ich nicht sprechen darf, sprechen, das ist schwierig. Aber im Podcast-Bezug, unsere Podcast-Produktionsfirma, über die wir das Ganze abwickeln, hat jetzt endlich eine E-Mail-Adresse drauf, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, die Webseite als solches online zu stellen. Aber es ist eine E-Mail-Adresse drauf zum Kontaktieren. Das ist so mein Highlight von gestern und von heute. Wer ist denn das Wir? Du hast jetzt von Wir gesprochen. Ja, die Firma im Hintergrund, Mediaklang. Das bin ich und ein paar Kollegen, die das mitmachen. Unter anderem Rico Lüthi, den du vorher erwähnt hast. Ach, guck. Ganz am Anfang. Ja. Ah, ja. Zum Beispiel. Genau. Podcast-Firma Mediaklang. Mediaklang. Ach, Mediaklang. Genau. Ich bin von der Meta-Ebene verdorben. Mediaklang. Genau. Und .ch.
in dem Fall. Aha. Würde aber auch DE gehen. Haben wir extra dazu gekauft. Oh, da produziert ihr Podcast. Okay. Genau, und ich bin mit kleinen Dingen glücklich, deshalb eben Kontaktmöglichkeit drauf. Ja, das ist ja auch nicht unwichtig, dass man dann da auch erreicht werden kann. Definitiv, schön. Ja, genau. Ja, ist auch ein schöner Blütenschatz. Ja, also, und dann bin ich jetzt zum Schluss, bin ich dran. Ich habe zwei, wenn man so will, also ein oder anderthalb, um mit Lars zu sprechen. Einmal habe ich in die Episode 200 von MINT-Korrekt reingehört. Ich bin noch nicht ganz durch, anders als Vera, die einzige ist, die das schon ganz durchgehört hat. Mhm. Aber ich bin an der Stelle jedenfalls schon vorbei, wo die beiden über Kraft und Energie sprechen. Vor allen Dingen, Reinhard beschreibt ja da sehr eindrucksvoll, wie es ist, eigentlich zu wollen, also kreativ sein zu wollen, Dinge vorantreiben zu wollen, aber einfach die Kraft nicht zu spüren, die Energie nicht zu haben, die es dafür braucht. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, der spricht mir wirklich aus der Seele. Das ist genau das, was ich in den letzten Wochen und vielleicht sogar Monaten empfunden habe auch und immer noch ein Stück weit empfinde. Ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen besser inzwischen. Wir haben ja schon da bei der vorletzten Episode so ein bisschen spekuliert, dass das vielleicht auch mit der ganzen Corona-Situation zusammenhängt, dass das also so eine Phase ist, die für alle irgendwie so ja doch eine gewisse Spannung mit sich gebracht hat und dass diese Spannung dann vielleicht auch Energie frisst, die eben für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung steht. Ich habe gedacht, das ist eher so eine Schwäche meinerseits und das ist so, ach ja, du kriegst halt den Hintern nicht hoch und habe mich nicht gefreut, kann ich nicht sagen, das täte mir zu leid um Reinhard, aber ich fand es irgendwie erleichternd, dass da jemand ist, der einen Zustand berichtet, mit dem ich selber gerade irgendwie so ein bisschen struggle. Und er hat das, also ich, das war so ein Moment, wo ich im Auto sitzen geblieben bin. Also er hat dann angefangen zu erzählen und ich konnte nicht aussteigen, bis das dann, also das geht ja dann weiter, dass sie da versuchen, eine Unterstützung zu finden und so weiter. Das wird dann konkreter, aber es fing erstmal an mit so einer Beschreibung aus der reinen Ich-Perspektive, also eine subjektive Beschreibung. Und da hat er mir quasi aus dem Herzen gesprochen. Das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Also das war ein schöner Moment. Das war mein Blütenschatz diese Woche. Und der halbe Blütenschatz, den ich hier vorstellen möchte, das ist das, wozu ich dann doch noch immer Energie habe. Nämlich, wenn ich so energielos bin und hänge mich dann irgendwie hier vor die Mattscheibe, dann möchte ich aber trotzdem irgendwas erleben. Und bin bei YouTube hängen geblieben. Und da gibt es viele, viele Menschen, die sich so Kastenwagen ausbauen und dann da als sogenannte Vanlifer, das ist anscheinend jetzt so ein Fachbegriff geworden, durch die Welt ziehen. Und da gibt es mehrere, in der Regel Pärchen, die dann das Ganze auch begleiten und einen YouTube-Kanal draus machen und dann immer erzählen, wo sie gerade sind, in welchem Land, was sie machen. Und das, ich vermute, das hat auch viel mit Finanzierung zu tun. Wenn man einen guten YouTube-Kanal, also gut laufenden YouTube-Kanal hat, dann kann das ja durchaus sowas wie die Spritkosten decken, könnte ich mir gut vorstellen. Und einer dieser Kanäle ist mir dabei besonders aufgefallen. Und zwar sind das zwei, die haben sich einen alten Mercedes-Benz Oldtimer-Kastenwagen, den man wohl früher, weil der in Düsseldorf gebaut wurde, liebevoll Düdo genannt hat. Also wirklich so eine ganz eckige Kiste. Der hat auch irgendwie nur 70 PS und das macht einen Höllenlärm, das Gerät, wenn die unterwegs sind. Aber die haben den so liebevoll ausgebaut und vor allen Dingen aber machen die beiden einen so eine schöne Beschreibung. Das ist auch immer so ein bisschen Insta-mäßig, also alles so ein bisschen auf schön optisch, aber andererseits sind sie auch sehr direkt, ehrlich, erzählen, was gut war, was schlecht war, und es ist nicht aufgesetzt. Was bei manchen anderen Angeboten habe ich nur so ein bisschen, ah, die wollen mir da was vorgaukeln, die wollen mir was vorspielen. Das habe ich bei dem Angebot, was ich da gefunden habe, nicht. Nennt sich Oscar the Explorer. Oscar ist das Auto. Und die da fahren, das ist Laura und André, und dann haben sie noch so einen kleinen Hund dabei, die Luna. Und ich bin denen so richtig auf die Spur gekrochen. Also ich gucke im Moment,
fast ausschließlich diese Videos, weil das einfach so nett ist, ist einfach schön. Und wenn man irgendwie müde und abgespannt irgendwie noch ein paar lustige und nette Bilder sehen will, dann war das für mich in den letzten Tagen einfach großartig. Und wer immer auch vielleicht in Gedanken ein bisschen durch die Welt reisen möchte, der könnte sich bei Oscar the Explorer auf YouTube vielleicht ganz gut unterhalten. Das hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen viel heile Welt ist da, ja. Kennst du das? Kennen ist übertrieben, aber ich habe auch schon ein bisschen gebingewatcht darüber, ja. Ah, heile Welt? Also da wird ja... Also ich hab verschiedene andere Kanäle daneben gehalten. Und gut, ja. Mir erscheinen die beiden, ja, natürlich, sie sortieren natürlich aus, was sie zeigen, ganz klar, aber sie lassen ja auch nicht aus, wenn was nicht funktioniert. Also du kriegst ja auch alle Pannen mit. Das stimmt, ja. Aber liebevoll verpackt immer. Also doch, also was mir gefällt, weil es ist positiv, nicht ins Negative gezogen. Also eben, ich find die auch gut, vor allem im Vergleich zu vielen anderen, diese Vanlife und so weiter betreiben, ja. Aber dass du die kennst, finde ich jetzt sehr verblüffend. Schön. Das Internet ist klein. Ja, erstaunlich manchmal. Klein. Manchmal. Erstaunlich klein. Es passt auf eine Festplatte. Schön. Was für eine schöne Überraschung. Ich habe gedacht, das ist jetzt wirklich was ganz Unbekanntes. Tut mir leid. Ja. Nein, gar nicht. Ich freue mich. Gar nicht. Ich freue mich so sehr. Naja, es ist, wie solche Angebote halt immer ist, ne? Das ist natürlich auch sehr viel Geschmackssache. Und die einen mag man mehr, die anderen weniger, die einen Stimmen mag man mehr, die anderen weniger. Ich mag zum Beispiel sehr, also André scheint da die Videos zu schneiden. Er hat ja auch so eine, also er schneidet sehr schön, wie ich finde. Das lässt sich sehr gut angucken. Ich meine, gut, die machen das jetzt seit 3 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich auch mit der Zeit immer noch besser geworden, aber es verändert sich halt, ja, genau. Ja, das wird, also, aber es ist. Also ich gucke da einfach gerne zu, Punkt. So, was soll ich? Ich will ja niemanden dazu bekehren. Also das ist einfach ein Blödschatz, mit den beiden durch die Welt zu fahren. Okay, dann haben wir jetzt noch nach meiner Uhr 3 Minuten und 28 Sekunden für abschließende Worte. Nutzen wir die Gelegenheiten. Martin, was möchtest du uns und den Hörenden dieses Angebotes noch mit auf den Weg geben, worüber wir noch nicht näher gesprochen haben? Ganz einfach, hört mehr Podcasts. Noch mehr. Okay, hört mehr Podcasts. Nicht ganz an alle von euch. Vera, was sind deine weisen Worte? Gute Nacht. Ich weiß nicht, mir fällt nichts ein. Okay. Ja, schlaft gut oder habt noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Richtig. Ja. Genau. Okay. Ja, alles. Was erfahren alles, wir? Ja, bitte? Alles gut, sage ich, wollte ich noch alles sagen. Gut sein. Ja. Was erfahren wir von Sebastian in der Richtung? Ja, ich wünsche euch auch alles Gute und ja. Und abschließende weise Worte von Lars sind? Ich habe keine weisen Worte. Ich wünsche aber auch eine gute Nacht. Ich finde unser Team großartig. Wir stronzen nicht damit, dass wir Weisheit verbreiten. Wir sind einfach, wie wir sind. Ja. Und das Wichtigste im Moment ist einfach schlafen. Gute Nacht. Und damit gehen wir auch in die Nacht und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für den Chat. Dankeschön für den Mann, der das ist, was kein anderer ist, den Herrn Schaßen, der uns hier Kraft seiner oder unserer Rundfunkgebühren, Beiträge, so schön unterstützt hat auch. Und Moment, was steht da gerade? Ich musste gerade zum Nachwuchshörer, weil unsere Frage vorgelesen wurde. Winkorrekt 200 ist jetzt auch mein Blütenschatz. Genau. Ich habe also wahrscheinlich irgendwas nicht mitbekommen. Egal. Am Ende wirst du es mitkriegen, wenn dann Fragen von Philipp 9 Jahre vorgelesen werden, dann weißt du, was gemeint ist. Alles klar. Der Junghörer. Der Junghörer, okay. Genau.
Danke auf jeden Fall an den Chat, der mir hier Sachen reinschreibt, die ich nicht verstehe. Das macht aber nichts, Hauptsache die Stimmung ist gut. Danke für alle, die überhaupt live dabei gewesen sind und vielen Dank auch, vor allen Dingen aber auch allen, die hier das so benutzen, wie Podcast eigentlich gemeint ist, nämlich als Begleitmedium, zum Beispiel, wenn man eine Werkstatt einrichtet. Ganz herzlichen Dank geht auch an den Martin aus der Schweiz und an alle Schweizer Podcasterinnen und Podcaster einen ganz herzlichen Gruß. Ihr seid natürlich nicht aus den Augen verloren. Wir haben nur irgendwie weniger Kontaktmöglichkeiten. Aber wer immer sagt, ich möchte das genauso machen wie der Martin, ich möchte mich auch mal vorstellen, mein Angebot hier irgendwie besprechen ein bisschen, meldet euch einfach gerne. Natürlich kommt ihr gerne auf die Gartenbank und das, was der Einladung, die der Lars vorhin genannt hat, im Sendegate die Termine einzutragen in dieses offene Wiki-Forum, in das offene Wiki im Forum. Das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Wir gehen in die Nacht und sagen Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. 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 Gute Nacht. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das waren 2 Stunden. Yay.